Und herzlich willkommen zum heutigen Lagebericht. Wir sprechen natürlich über die Entwicklungen an der Front und da hält leider der Trend an, den wir aus den letzten Wochen haben, nämlich dass, wenn es sich bewegt, sich es in der Regel zu Ungunsten der Ukraine bewegt. Allerdings schlägt die Ukraine durchaus zurück. Es gibt neue Berichte bezüglich der Angriffe auf die Raffinerien, welche Wirkung die entfalten und es ist auch frische Hilfe angekündigt worden über die wir hier reden werden, natürlich auch über Truppengenerierung beider Seiten wie über politische Zusammenhänge. Alles werden wir hier durchsprechen. Dann gehen wir ein auf die ähm, aktuellen Rückwärtigen Berichte, sozusagen die rückwärtige Lage. Und anschließend machen wir die übliche Frage-Antwort-Runde. Ich bin ungefähr eine halbe Stunde danach auf Twitch. Den Link dazu finden Sie in der Beschreibung, wie auch die Links zu anderen YouTube-Kanälen von mir. Aber ich glaube, damit haben wir es mehr oder weniger durch und können direkt anfangen mit dem Lagebericht. Zumindest fast können wir anfangen. Ich muss natürlich, ich will natürlich wieder Werbung in eigener Sache machen. Wenn Sie zum Beispiel beim Zuschauen etwas müde werden, es ist es ja schon spät und ich hoffe doch nicht, was ich, dass ich so langweilig bin, aber wenn Sie müde sind, ist vielleicht eine Tasse ganz nett. Und wie Sie gerade gesehen haben, ist der kleine Streamtechniker ähm, auf dem Weg der Besserung. Der leckt so komisch, weil er Antibiotikum bekommt, was ihm nicht besonders schmeckt. Aber hier zum Beispiel hätten Sie eine schöne Tasse, wie auch die Pickelhaube oder das Du darfst mich sitzen als Motiv. Wäre vielleicht eine nette Geschichte. Gerade du darfst mich sitzen im Büro könnte man die Tasse so einfach hochhalten. Vielleicht ist das ja was für Sie und Sie unterstützen den Kanal damit. Und dann haben wir noch Nachrichten. Zu der, Spenden, zu der Spendenaktion. Es sind knapp über 70.000 zusammengekommen auf PayPal und die letzte Zahl, die ich hatte, bevor die letzten Überweisungen eingegangen waren, waren über 4.500 Euro. Also wir können so mehr oder weniger sagen, dass wir zusammen mit dieser Spendenaktion 75.000 Euro gesammelt haben. Dabei habe ich Ihnen das erste Auto schon gezeigt. Wir haben hier zwei weitere Autos, die bereits in der Ukraine sind die hier eben vor Ort angekommen sind. Im Ganzen sind schon sechs Autos gekauft worden, die, wo es dann wohl in Kürze die anderen Bilder gibt, sobald wir an die kommen. Aber natürlich müssen sie es verstehen, dass es Sinn ergibt, die Fahrzeuge so schnell wie möglich in die Ukraine zu bekommen und da ist es manchmal etwas komplizierter, da rechtzeitig an ein Bild zu kommen und die Priorität ist natürlich zu helfen und nicht schöne Fotos zu machen. Dementsprechend. Äh, ist das nicht die allergrößte Priorität? Und wir werden dort etwas noch Geduld haben müssen. Dann gehen wir ein, können wir eingehen auf die Angriffe der Ukrainer auf die russischen Raffinerien. Die sind wohl so erfolgreich, dass Reuters berichtet: Russland soll wegen der Angriffe auf die Raffinerien Kasachstan nun darum gebeten haben, eine Notfallreserve von 100.000 Tonnen Benzin anzulegen damit Russland diese im Notfall, Notfall bereitgestellt werden können. Ähm, Kasachstan bestreitet das, aber wir müssen natürlich so sehen, dass Kasachstan versucht, sich so ein bisschen offiziell von Russland zu distanzieren, aber gleichzeitig ganz massiv den Russen den Schmuggel ermöglicht, die die Verkaufszahlen Beispielsweise von von Hochoberklasse-Autos sollen um mehrere Hundert Prozent gestiegen sein. Dass nicht in Kasachstan plötzlich jeder Mercedes fährt, sondern dass die nördlich über die Grenze fahren, ist offensichtlich und so verdient Kasachstan ziemlich viel damit und daher ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Kasachen es tun, nur eben es bestreiten, um die öffentliche Wirkung nicht in dem Maße zu entfalten. Die Grundidee dabei ist übrigens auch, denn es gibt jetzt wieder eine neue Aussage von Seiten der USA. Dort hat der amerikanische Verteidigungsminister gesagt. Sagt, dass sie es bevorzugen würden, wenn die Ukrainer taktische und operative Ziele angreifen würden, nicht die Raffinerien. Die, die, weil sonst die Ölpreise steigen könnten. Das sind zwar nur Raffinerien, die also Fertigprodukte erzeugen, aber wir müssen verstehen, dass wenn Russland den Diesel beispielsweise nicht selbst herstellen kann, muss es den im Ausland kaufen, wo damit der dann der Preis steigt, was dann wiederum den Anreiz erweckt, es aus anderen Regionen zu kaufen. Und weil die Welt eben vernetzt ist, wird bei entsprechendem Preisanstieg selbst auf anderen Seiten des Ozeans dies irgendwann preisliche Auswirkungen haben, wenn es eben der, der, dann wird am Ende auch in den USA an den Tankstellen der Preis steigen, selbst wenn es nur um eine Knappheit in Russland gibt. Schlicht und ergreifend, weil es irgendwann natürlich rentabler wird, die Treibstoffe an jemand anderes zu verkaufen, als es lokal zu verbrauchen. Das ist die Grundidee dabei, dass auf diese Art und Weise nicht nur in den USA im Wahlkampf die steigenden Benzinpreise, den einen negativen Einfluss nicht haben sollen, aber das Ganze wirkt natürlich auch für Europa auch in Europa haben steigende Treibstoffpreise negative Auswirkungen auf die Wirtschaft und können daher eine Unterstützung der Ukraine erschweren. Deswegen versuchen die USA oder argumentieren die USA dagegen, äh, man möchte natürlich fragen, dass wenn die USA vorschlagen, man sollte lieber taktische und operative Ziele angreifen, dass man ihnen dann vielleicht einfach die Waffen dafür zur Verfügung stellen könnte, aber das ist natürlich ein anderes Thema. Die Ukraine greift aber auch weiter andere Ziele an. So hat sie jetzt zum Beispiel in Voronezh. Hier, hier, das ist hier die Voronezh Oblast, hat sie ein Ausbildungszentrum für Militärpiloten angegriffen. Auf einer Überwachungskamera ist eine Explosion zu sehen. Ob allerdings irgendwas ernsthaft damit zerstört und beschädigt wurde, sehe ich nach wie vor keinen Beleg. Wir haben irgendwie, ich habe eine Aussage der Ukrainer gefunden, wo sie sagen, sie hätten Schaden angerichtet, aber nicht klar wo und was und ob das, dieser Angriff irgendein Ziel erfüllt hat. Die Russen sagen, es sei ein ziviles Ziel getroffen worden. Kann stimmen, muss nicht stimmen, keine Ahnung. Auf jeden Fall wissen wir, dass die Drohnen durchgekommen sind und dort einen Angriff durchgeführt haben. Der Energieminister der Ukraine, Hermann Haluschenko, hat allerdings eingestanden, dass Russland mit seinen Angriffen auf die Kraftwerke und Leitungssysteme, also Umspannwerke etc., großen Schaden angerichtet hat. 80 Prozent der Energieerzeugung über Kohle, Gas- und Ölkraftwerke sei, sei betroffen. 80 Prozent. Das heißt nicht in gleichem Maße, das eine wird vielleicht nur noch zum Abreißen gut sein, die, die, eine, die eine Fabrik, die andere mag, für, mag nur für eine kürzere Zeit ausfallen, aber wir sehen, wie hart die ukrainische Stromversorgung getroffen wurde. Litauen soll allerdings gleich seinerseits anbieten, die eigenen Kraftwerke, die abgeschaltet sind, die nicht mehr benötigt werden, abzureißen oder zu demontieren und so an Ersatzteile zu kommen, die man der Ukraine zur Verfügung stellen könnte und auf diese Art und Weise eben dann der Ukraine die Reparatur erleichtern könnte. Und es liegt zumindest nahe, dass es in Teilen ja funktionieren könnte. Wir dürfen ja nicht vergessen, Litauen war Teil. War Teil des sowjetischen Imperiums und dürfte daher vom Bautyp her vergleichbare Kraftwerke haben können, sodass es zumindest zum Teil tatsächlich Typengleichheit bestehen könnte. Die ähm, generell setzen die Russen aber ihre Angriffe auch weiter fort. Äh, Gleitbomben werden weiter in großem Stil eingesetzt. Ein russischer Militärblogger spricht davon, dass alleine am 5. April nur gegen Kharkiv, gegen die Stadt, alleine an diesem Tag 100 Gleitbomben eingesetzt worden seien. Es wird weiter von Gleitbombenangriffen berichtet. Und es, wird, es häufen sich auch weiter die Meldungen, dass die Russen Double-Tap-Angriffe durchführen würden. Und zumindest die, die Verlustmeldungen passen dazu, denn immer wieder... Wird wird von Rettungspersonal ge ge gesprochen, das getötet wurde. Das heißt, die, die Double-Tap-Angriff ist, man greift einmal an, wartet dann, bis die Rettungskräfte vor Ort sind, Sanitäter, Feuerwehr, wer auch immer, und schlägt dann an der exakt gleichen Stelle noch einmal zu, um so das Rettungspersonal zu treffen. Das ist natürlich ein klares Kriegsverbrechen den rechten Sinn dahinter muss ich sagen verstehe ich auch nicht. Ich kann keinen tieferen Sinn der Russen darin sehen so etwas zu tun neben blankem Terrorismus verstehe ich schlicht nicht. Deswegen habe ich mich auch skeptisch in der Vergangenheit dazu geäußert, weil ich versuche einen Sinn dahinter zu sehen, wenn die Russen etwas machen, weil sie an sich nicht so viele Ressourcen haben, dass sie frei heraus einfach Amok laufen können, aber es scheint in zunehmendem Maße sich zu bestätigen, dass es tatsächlich stimmen könnte, dass die Russen Double Tap-Angriffe machen, so wenig ich die auch verstehe. Ändert nichts daran, dass es viel darauf hindeutet, dass sie die inzwischen tatsächlich tun. Dann greifen die Russen aber auch andere Ziele an. Wir haben hier einen Angriff dokumentiert und zwar sind das 32 D-20 Artilleriegeschütze, die hier im Freien aufgestellt sind. Das Ganze nur 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernt und hier schlägt eine Iskander-M ein wahrscheinlich, zerstört diese natürlich voll, vollständig. Allerdings haben welche ermittelt, dass diese Geschütze wohl schon seit 2017 im Freien gestanden seien und dieses Gebiet soll wohl sogar von den Russen zwischenzeitlich besetzt gewesen sein zu Beginn der vollen Invasion. Das heißt, die Russen haben entweder keine Notwendigkeit gesehen, dort irgendwas mit diesen Geschützen zu machen, weder diese großflächig zu zerstören, noch diese zu abzutransportieren bei ihrem Rückzug, was natürlich darauf hindeutet, wenn die seit Jahren dort stehen, dass die höchstwahrscheinlich nicht mehr zu gebrauchen sind, auch für Ersatzteile nicht, auch nicht für Wiederherstellung. Das Ganze wirkt ein bisschen seltsam für mich, aber es läge zumindest nahe, dass die Ukraine die nicht über diesen langen Zeitraum dort stehen lassen würde, wenn sie nicht äh, komplett nutzlos wären. Von daher dürfte sich der Schaden da ein Stück weit in Grenzen halten. Ähm, das lässt sich dann entsprechend äh, also daraus schließen oder zumindest erhoffen. An der russisch-ukrainischen Grenze, wenn wir so wollen, die Nordfront, gibt es jetzt wieder eine Meldung von den ukrainischen Grenztruppen. Die sagen, im Besonderen in Sumi würden die Russen immer wieder versuchen, die Grenze zu überqueren. Dabei wird von Aufklärungs- und Sabotagetrupps gesprochen. Also wir reden hier von sehr kleinen, wahrscheinlich hauptsächlich Truppen zu Fuß, wenige Mann vermutlich. Und diese würden immer wieder versuchen, die Grenze zu überqueren. Der Wortlaut impliziert dabei, dass die Ukrainer in der Regel diese abweisen, also Erfolgreich abwehren können und ein Eindringen in das Gebiet verhindern können. An der östlichen Front, nördlich des severs jetzt gehen die Kämpfe natürlich weiter, die auch mit hoher Intensität, vor allem bei Terni wird weiter schwer gekämpft. Ich kann eigentlich hier keinerlei Veränderungen dokumentieren, also die Front scheint sich hier nicht bewegt zu haben. Südlich des severs jetzt ist das allerdings anders. Bei Bilohorivka haben wir wieder eine Veränderung. Da war jetzt eine Weile nicht mehr so viel aktiv und da sind jetzt die Russen hier. Dokumentiert worden. Das ist insoweit ein kleines Stück weit bedeutend, weil wir hier einen Kalk, einen Kreidesteinbruch haben, der hier offen liegt und der hat hier an der östlichen Seite eine, eine gewisse Erhöhung. Und auf dieser waren Schützengräben und dort sind jetzt die Russen gesehen worden. Das heißt, sie haben wahrscheinlich diesen, diese Position eingenommen, die sie natürlich an diesem in diesem Bereich hier unter Druck setzen konnte, sodass es hier zumindest denkbar wäre, dass die Russen wieder etwas an, an Geschwindigkeit aufnehmen könnten mit ihren Angriffen. Diese Position haben sie jetzt wohl wahrscheinlich eingenommen, aber auch hier zumindest für den Moment ist das keine wirklich bedeutende Bewegung. Wir sehen hier, das Ganze sind 300 Meter, die ähm, wir haben vorher. Hatten wir Russen hier dokumentiert und Russen hier, also im Ganzen werden sie 400-500 Meter vorgerückt, wenn sie diese Position jetzt tatsächlich nachhaltig halten. Und das zumindest sehe ich noch nicht als abschließend dokumentiert an. Weiter südlich gibt es allerdings sehr wohl dokumentierte Veränderungen. Da wir können ähm, vor allem bei ähm, haben wir Veränderungen. Moment, äh, ja genau. Bei Budanivka. Bei Budanivka haben wir Veränderungen und das ist hier oben. Hier sind Ivanivske, Budanivka und Chasevja. Und die Schlacht um Chasiv-Yar hat jetzt in vollem Umfang begonnen. Dabei ist es so, dass bei Budanivka wir eine Geolokalisierung haben. Die, die östliche, nordöstliche Teil der Ortschaft war ja schon von den Russen gehalten. Und hier haben wir nun eine frische Geolokalisierung ganz im Süden, dass die... Russen die südlichsten Häuser besetzt haben. Bislang ist noch nicht klar, was mit diesen Positionen ist. Es liegt nahe, dass die Ukrainer sie aufgeben werden, so dass Bodanivka wahrscheinlich schon gefallen ist oder in Kürze fallen wird. Ich habe äh, dies diesbezüglich Vermutungen gelesen, aber von der ukrainischen Seite noch keine Bestätigung, dass sie es aufgegeben hätten. Und abgesehen von den üblichen Aussagen von russischer Seite, wo immer gerne die Ortschaften schon mal bei manchen Millbloggern als erobert angegeben werden, haben die, die etwas äh, akkurater sind, bislang so zumindest bis ich mit der Recherche fertig war für den Livestream, die Ortschaft noch nicht als besetzt. Vermeldet, aber das liegt zumindest nahe, dass sie diese jetzt genommen haben. Die Ukrainer werden daher vermutlich sich hier auf dem Höhenzug festsetzen. Dort haben sie natürlich weitere Schützengräben und dann vermutlich entlang der, der Baumreihen hier herunter die neue Front aufbauen, um die Russen dort vom weiteren Vorstoßen nach Westen zu stoppen und natürlich vor allem vom Erreichen des Kanals hier. Im Süden gab es ebenfalls Bewegungen und dort haben die Russen hier ein ganzes. Stück zusätzlich genommen im Wald hier und das ist bedeutend, denn es ist dominiert die Straße nach Iwanivske herein und hat hier ja, sind sie ebenfalls auf dem Höhenzug vorgerückt. Das bedeutet, Iwanivske dürfte kaum noch zu halten sein. Was hier überhaupt noch an ukrainischen Truppen ist, ist schon fraglich. Wir hatten in den letzten Tagen immer wieder schon russische Kampfpanzer hier unten, die auch hier durchgefahren sind. Also eigentlich kann hier nicht mehr viel sein von ukrainischer Seite. Es ist gut möglich, dass das bereits in russischen Händen ist. Es es ist sogar möglich, dass es seit einigen Tagen in russischen Händen ist, aber die ukrainischen Stellungen sind garantiert noch hier in den Baumreihen. Das dürfte allerdings nicht mehr zu halten sein. Für die Russen bedeutet das natürlich, dass sie damit jetzt ein Stück weit die Flanken gesichert haben und auf diese Art und Weise, Weise, Weise weiter nach Chassiv-Yar vorrücken können, das auch in, unter schwerem Gleitbomben. Beschuss ist, wenn man so will, wo die Russen massiv Gleitbomben einsetzen, um eben ihren, ihre Angriffe zu unterstützen und vorzubereiten. Das ist eigentlich nicht alles. Wir sehen, wie dramatisch die Lage dort jetzt ist für die Ukrainer. Das sind Aufnahmen von Chassiv-Jahr und das sind keine ukrainischen su 25, sondern das sind russische, das sind Erdkampfflugzeuge, Erd, äh, also für Klaus für Air Support, für Luftnahunterstützung sind das Flugzeuge und die kreisen dort herum, werfen zwar noch Leuchtkugeln ab, Flares ab, um also wärmegelenkte Manpads abzuwehren, aber ganz offensichtlich ist die ukrainische Flugabwehr dort nicht mehr von einer relevanten Bedeutung, nicht mehr entsprechend stark genug. Und selbst die die Verteilung von schultergestützten Flugabwehrwaffen ist dort nicht mehr groß genug, dass es die Russen abhalten würde, in direktem Beschuss auf den Boden zu wirken, denn das wird gemeldet, dass sie tatsächlich nicht nur hier, sondern übrigens auch bei Avdivka in den letzten Tagen immer wieder im direkten Beschuss gewirkt haben, also auch nicht nur die Nase hochziehen und ungelenkte Raketen in einer ballistischen Kurve verschießen, sondern in zunehmendem Maße versuchen, die Front direkt zu beschießen, was natürlich zu einer höheren Genauigkeit führt. Also hier ist die, zeigt es einmal mehr, das war, worüber wir seit Wochen immer wieder berichten, über die, die schwerwiegende Lage der ukrainischen Luft, äh, Luftverteidigung, der, der Flugabwehr, dass dort die Ukraine weiterhin unter Druck ist und eben ihr dringend Nachschub bedarf. Wir sehen, die Russen können in zunehmendem Maße ihre, ihre Luftwaffe stärker einsetzen und ihre Angriffe am Boden unterstützen. Was mit Klitschivka und Andrivka ist, ist noch nicht ganz klar. Theoretisch können sie natürlich irgendwie noch hier vom Süden versorgt werden. Also ob die geräumt werden, nur weil Iwanivske gefallen ist oder fällt, ist noch nicht absehbar. Es liegt zumindest nahe, dass es hier der Druck sich erhöhen wird. Aber... Das werden wir in den kommenden Wochen beobachten. Ich sehe zumindest aktuell keine Veränderungen an der Front. Gehen wir weiter nach Avdivka und dort haben wir jetzt Bewegungen hier nach Norden. Also hier ist ja Avdivka und dort versuchen die Russen ihren, ihren Einbruch auszuweiten oder ihren Vor Vormarsch fortzusetzen. Jetzt auch hier in Richtung Norden, erstmal in Richtung Keramik. Und dort sind sie einerseits hier in der Baumreihe jetzt vorgerückt und konnten sich festsetzen. Allerdings haben sie die, die Ortschaft auch vom Osten her nahezu erreicht. Da haben wir eine frische Geolokalisierung ebenfalls dazu, dass sie hier östlich von Novo Kalinovo ebenfalls schon aufgetaucht sind. Also auch hier haben wir kleinere Vor Kleinere Erfolge der Russen, die aber sich durchaus immer wieder mal in mehreren hundert Metern erweisen, auch wenn sie nicht allzu schnell sind. Hier bei Berdichi wurden die Russen auch in diesem Feld östlich des Flusses neu geolokalisiert, aber ich sehe hier noch keine wirkliche Veränderung. Ich habe auch nicht. Belege, dass in Semenivka sich fundamental etwas getan hat. Allerdings haben sich die Russen hier weiter nach Westen in Richtung Umanske vorgeschoben, haben sich in den nächsten Baumreihen festsetzen können und erhalten dort den Druck aufrecht. Und das hat auch, ist jetzt natürlich in Bedeutung, auch damit, dass Pawomeyske nun nach was sind es jetzt? 14 Monaten oder so. Nach über einem Jahr Kampf ist nun Pervomaiske gefallen. Die Russen haben ein Video veröffentlicht, wo sie die russische Fahne am westlichsten Teil des Ortes hissen. Das heißt, Pervomaiske ist nun vollständig in russischer Hand. Und frisch rein kam die Meldung aus pro-ukrainischen Quellen. Direkt vor Beginn des Lageberichts. Ich konnte es nicht mehr weiter verifizieren, aber die Meldung war, dass die Ukrainer dieses Gebiet geräumt hätten, weil sie natürlich hier auf dem, im Freien sind, nur mit vereinzelten Baumreihen die Versorgung schon extrem schwierig wäre, wenn die Russen nördlich und südlich davon sind. Das liegt also nahe, dass hier eine Frontverkürzung stattgefunden hat und die Ukrainer wahrscheinlich jetzt hier irgendwo auf dieser Linie so in etwa eine neue Front aufbauen. Also das dürfte sich hier auf der Deep State Map in den nächsten zwei Tagen so mehr oder weniger ebenfalls hier rot einfärben. Wir haben also weitere Erfolge der Russen, sehr langsam, weiterhin sehr langsam. Wir müssen es klar sagen, wenn die Russen in dem Tempo zum Dnipro vorrücken wollen, dann haben die, die Ukrainer wahrscheinlich mehrere Jahre Zeit, bis die Russen am Dnipro dort sind. Aber das so einfach ist es natürlich nicht, denn das zermürbt beide Seiten und da kommt es halt dann darauf an, welche Seite eher zermürbt wird und dann kann die Front auch irgendwann brechen und dann geht es eben schneller voran als nur mal 300 Meter hier, mal 500 Meter dort und mal 100 Meter dort weiter südlich haben die Russen nämlich weiterhin Erfol ebenfalls Erfolge zu verzeichnen. Alles immer kleine Erfolge, aber Sie kennen das deutsche Sprichwort, steht der Tropfen, hüllt den Stein. Auch hier haben wir frische Erfolge der Russen, die hier entlang der, der Eisenbahnlinie vorgerückt sind und in den westöstlichsten Teil, in den südöstlichsten Teil von Krasnohorivka neu eingedrungen sind. Wir hatten sie schon mal hier, dort haben die Ukrainer geschafft, sie zurückzuwerfen. Sie sind wohl hier jetzt in dem Datschengebiet, in den Datschas und gleichzeitig hier in dem Süd südöstlichen Teil drin gewesen. Die, die Ukrainer haben daraufhin einen Gegenangriff durchgeführt. Wir haben hier auch so eine, eine grobe, da kann man mal sehen, ich, ich muss hier mal aufpassen, dass ich nicht zu viel zeige. Hier sieht man zum Beispiel einen Humvee fahren. dann, dann ähm, Google mag es nicht, selbst wenn keine Verletzungen zu sehen sind, straft es mich dann sehr gerne sehr schnell ab, sobald ich Ihnen nur ein klein bisschen zu viel zeige. Und das ist hier geolokalisiert worden. Also wir wissen, dass es erfolgreiche ukrainische Gegenangriffe gab. Es gibt auch Meldungen, das sei weiterhin unter ukrainischer Kontrolle. Also es gibt Behauptungen, die, das Gebiet sei schon wieder gesäubert worden, die Ukrainer hätten es wieder unter Kontrolle. Ich habe allerdings von glaubwürdigen ukrainischen Milbloggern gelesen, dass die sagen, nee, nee, die Russen sind sehr wohl noch hier. Also es ist wahrscheinlich, dass die Russen sich zum jetzigen Zeitpunkt im Südosten von Krasnohorivka festsetzen konnten. Abschließend würde ich jetzt nicht die Hand ins Feuer legen wollen diesbezüglich, aber es scheint doch ziemlich wahrscheinlich zu sein angesichts der Quellenlage aktuell, dass die Russen es geschafft haben, sich in Krasnohorivka festzusetzen. Südlich davon in Novomichailivka, gehen die russischen Erfolge ebenfalls weiter. Die Russen haben in Novomichalivka hatte ich Ihnen im letzten Lagebericht gezeigt, dass sie hier waren und in etwa hier und sie sind jetzt hier südlich des Gewässers weiter vorgerückt. Auch hierzu haben wir eine Geolokalisierung, die jetzt hier über diese Straße hinaus können wir das uns anschauen, dass sie jetzt inzwischen hier sind, also vermutlich ist die russische Kontrolle jetzt in etwa auf dieser Linie hier das scheint zu so mehr oder weniger wahrscheinlich zu sein, dass dieser Teil von Novomykhailivka bereits in russischen Händen ist. Die Russen haben auch ihre Kontrolle süd Südlich der Ortschaft konsolidiert. Das heißt, der Druck auf das restliche von der Ukraine gehaltene Gebiet wird weiter erhöht. Der Druck erhöht sich weiter und für die Ukrainer wird es natürlich hier auch eng, weil die letzte Verbindungsstraße, die letzte größere, wobei ich glaube, hier gibt es auch noch Querverbindungen, die gerät auf jeden Fall weiter unter Druck. Ja, wir sehen, wir haben hier noch eine weitere Straße. Hier wird der Druck erhöht. Die Russen kamen schon in diesem Bereich hier und festgesetzt haben sie sich nun in diesen Baumreihen hier. Das heißt, wir sehen, für die Ukrainer wird auch in Novo Die Lage immer schwieriger und damit ist natürlich wahrscheinlich, dass die Russen in absehbarer Zeit die Ukrainer auf Konstantinivka zurückdringen, zurückdringen können könnten. Bei Orichiv äh, bei südlich davon Vuleda und äh, Velika Novosika, gibt es immer wieder Kämpfe, aber keine Veränderungen, die zu dokumentieren sind. Und bei Orichiv äh, scheinen die Russen in Robotyne Ebenfalls Geländegewinne erzielt zu haben. Wir haben hier einen, ähm, wir haben die Meldung eines, wo habe ich's? Das hier ist es, eines ukrainischen Millbloggers, der bestätigt, dass die Russen bis hierhin vorgerückt sind. Wir sehen, das ist die zweite Querstraße, die zweite Längsstraße, wenn wir so wollen, nördlich der einen Querstraße, was bedeuten würde, die Russen sind jetzt schon ungefähr hier gesehen worden das heißt wir können auch hier davon ausgehen dass die Diebset mehr die pro ukrainische nicht mehr aktuell ist die Russen haben sich wahrscheinlich innerhalb von Robotin inzwischen ein Stück weit zumindest festigen können das liegt zumindest nahe es gibt diesbezüglich seit einigen Tagen Hinweise auch wenn ich Bildbelege, glaube ich, bislang noch nicht gefunden habe, dass die Russen sich dauerhaft nun festgesetzt haben, scheinen sie auch dort doch langsam an Boden zu gewinnen. Westlich davon habe ich nichts Neues zu berichten. Es gibt neue Angriffe auf Krimki. Fast jeden Tag gibt es teilweise auch mehrere, aber dass diese irgendetwas bringen, kann ich nicht dokumentieren. Von daher können wir zu der allgemeinen Zusammenfassung kommen. Da hat, ein, es hat der ukrainische Präsident Zelensky ein Interview gegeben und in diesem eingestanden, dass die Ukraine nicht mehr zu offensiven in der Lage ist in der jetzigen Situation. Sie versucht aktuell die materiellen Mängel und vor allem den Munitionsmangel mit eigenen Drohnen auszugleichen. Und in der Tat, ich habe gerade dann davon unabhängig gelesen, dass man in den letzten Wochen geschaut habe und die, die belegten zerstörten Kampffahrzeuge seien zu über 70 Prozent von ukrainischen FPV-Drohnen zerstört worden. Das heißt, das, was die Russen aktuell an Verluste erleiden, ist vor allem durch FPV-Drohnen. Das ist nicht. Das ist nicht misszuverstehen, dass die jetzt die ultimative Wunderwaffe sein, sondern es ist eher so zu verstehen, dass eben die Artillerie, die bislang der, der Haupt, die Hauptursache für Verluste war, dass die aktuell kaum schießt, weil nach wie vor nicht genügend Munition in der Ukraine ist. Auch wenn es immer wieder Ankündigungen gibt, dass welche auf dem Weg sei, reicht die eben vorne und hinten nicht und das zwingt die Ukrainer schlicht in wesentlichem Maße mit FPV-Drohnen ihre Abwehr der russischen gepanzerten Angriffe äh, durchzuführen. Die, ähm, er sagt, Zelensky sagt auch allerdings das Offensichtliche, dass die Ukraine den Krieg nicht mit einer strategischen Defensive gewinnen wird. Darüber haben wir ebenfalls schon oft gesprochen, dass man in der Defensive vielleicht den anderen zermürben kann. Aber um einen Krieg zu gewinnen, wird man irgendwann normalerweise auch angreifen müssen. Und dazu wird die Ukraine in die Offensive übergehen müssen. Und dafür wird sie natürlich Material benötigt. Er spricht auch die F-16 an und er sagt, wenn die in die Ukraine kommen. Und hier auch wieder uns diejenigen, die sich zu viel davon erhofft haben, bringt er damit wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Er sagt, die F-16, die in der Ukraine kommen werden, würden nur 10 Prozent der benötigten Luftwaffe der, der Ukraine zur Verfügung stellen, damit die Ukrainer die russischen Luftstreitkräfte besiegen können. Das heißt auf gut Deutsch, er sagt, die Ukraine würde zehnmal so viele benötigen, wenn sie dazu in der Lage sein sollte, die... Russen zu besiegen und wir haben hier ja öfter darüber gesprochen. Wenn es darum ging, was die F-16 können, habe ich immer wieder betont, das ist keine Wunderwaffe. Das sollte nicht missverstanden werden. Die F-16 wird den Ukrainern helfen. Sie wird ihnen helfen, alles, was sie bislang tun, etwas besser zu machen. JDAM müssen nicht mehr zwingend am Boden programmiert werden. Sie können vom Flugzeug aus wahrscheinlich programmiert werden. Harm müssen nicht mehr vom Boden aus eingesetzt werden, äh, vorprogrammiert werden. Das sind die anti raketen sondern die F-16 können sie aktiv Verwenden, zumindest wenn sie in den entsprechenden, die entsprechende Ausrüstung dazu erhalten. Das heißt, hier hat die Ukraine mit den F16 deutlich bessere Möglichkeiten, die ihr zur Verfügung stehenden Mittel effektiver einzusetzen. Und die AIM 120 MRAM wird es den Ukrainern ermöglichen, feindliche Kampfflugzeuge zu bekämpfen, auf diese zu feuern und abzudrehen, weil die eben aktiven Radarsuchkopf haben. Das haben die ukrainischen Luftluftraketen aktuell nicht, aber all das ist kein Game Changer. Dazu sind es viel zu wenige und die Versionen, die geliefert werden, sind auch nicht das Gelbe vom Ei. Die laufen nicht gerade vom Band, sondern sind sie relativ alte Versionen, auch wenn die modernisiert wurden. So ist es doch so, muss einfach man auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Die F-16 werden den Ukrainern helfen, aber sie werden ihnen bei Weitem nicht den Krieg gewinnen. Oh, hier wird deutlich mehr noch nötig sein. Der Chef des GUR, General Budanov, hat gesagt, dass er eine Intensivierung der russischen Offensivbestrebungen im späten Frühling und Frühsommer erwartet. Fokus werde dabei auf dem Donbass liegen. Erwartbar sei hier ein Angriff von Avdivka aus in Richtung Pokrovsk und über dann in Richtung Konstantinivka und Kramatorsk. Das ist also das, wo wir den Fokus erwarten können. Ein zeitnaher Angriff auf Kharkiv scheint sehr unwahrscheinlich zu sein, denn die russische Aufmarsch ist nicht im Ansatz Vorhanden, um Kharkiv zu bedrohen und die Ziele dürften eher bei dem Donbass liegen. Dort erwartet der GUR auch entsprechend die, die Offensivtätigkeiten. Und dann habe ich noch ein paar Gerüchte gesehen, dass wohl auf russischen Kanälen gerade beschrieben wird, dass die Starlink-Terminals ausgefallen sei. Und zwar, wenn ich es richtig verstanden habe, soll, soll Starlink so eine Art Reset durchgeführt haben, sodass jeder, der ein Terminal hat, sich an den Support wenden muss, um sie wieder zu aktivieren. Und das geht natürlich nur auf ukrainischer Seite, zumindest ohne weiteres. Auf russischer geht es nicht, denn die Russen, und das ist inzwischen bekannt geworden, die beziehen sie teilweise sogar aus den USA über Strommänner, die in den USA Starlink kaufen und dann weiterschicken dürfte dann auch etwas problematisch werden. Ich vermute mal, dass das auch rechtlich Probleme bereiten könnte. Aber ansonsten werden die auch in den, in den Vereinigten Arabischen Emiraten gekauft und von dort dann in, nach Russland geschafft. Russland selbst ist Starlink nicht aktiviert, aber auf ukrainischem Boden eben schon, sodass die nahe der Front sehr wohl eingesetzt werden können. Aber jetzt angeblich habe Starlink gerade so die, die zurückgesetzt, wenn man so will. Und diejenigen, die eben nicht offiziell auf ukrainischer Seite sind, dürften also zumindest bis auf weiteres ausgefallen sein wenn diese meldungen stimmen, das war ich nicht in der lage das zu, zu verifizieren zum jetzigen zeitpunkt. wir haben auch spionage, aktivität, sabotage bzw. Geheimagenten und zwar hat der GUR ein kleines Video veröffentlicht, was nicht viel zeigt. Man sieht, wie ein, ein intensives Feuer ausbricht, so wie mit einer Brennfackel, mit so einer, also so ein, so ein Feuerstrahl beginnt und es scheint innerhalb eines Schiffes zu sein. Die der GUR sagt, das sei eine buyan M-Klasse gewesen, nämlich die Serputschow, eine Korvette, allerdings in Kaliningrad. Dort habe man sie in Brand stecken können durch einen Brandsatz innerhalb des Schiffes, das dabei schwer beschädigt worden sei. Ähm, ganz klar verifizieren lässt sich das natürlich nicht die Bu Bujan M Klasse ist zwar klein ist eine Korvette aber sie kann immerhin trotzdem 8 Kaliber oder 8 P800 onyx Starter tragen das sind die die schiffs moderne antischiffsraketen also hat die hat ziemlich zähne diese korvette und die dürfte damit wohl ausgefallen sein bis auf weiteres wenn die Angaben entsprechend stimmt. Die Bujan M-Klasse befindet sich auch gerade noch im Bau. Also, das sind wirklich moderne Schiffe, die, wo hier dann entsprechend eines ausgefallen sei. Und die Russen melden, die Festnahme eines neuen Spions und wie es sich so für einen Spion gehört, der Truppenbewegungen an die Amerikaner meldet, an die Ukrainer meldet, hatte er natürlich eine amerikanische Fahne dabei und offensichtlich ein englisches Wörterbuch und er hatte die englische, die amerikanische Nationalhymne handschriftlich auf einem Blatt Geschrieben zusammen mit den, wie sie es hier sehen, mit USA in den entsprechenden Farben, hat das schön angemalt, sich richtig Mühe gegeben. Das Ganze ist eigentlich unglaubwürdig, denn wir wissen, dass Spione, die in Russland unterwegs sind, nur echt sind, wenn sie Hakenkreuzfahren dabei haben. Mein Kampf und das Spiel, die Sims auf DVD. Damit beziehe ich mich natürlich sarkastisch auf eine vorher, frühere Meldung, wo die Russen gesagt haben, sie hätten Spione festgenommen und diese Spione hatten eben Hackenkreuzfahren dabei, sie hatten, glaube ich, mein Kampf dabei und vor allem hatten sie das Videospiel Die Sims gleich in dreifacher Version, in drei verschiedenen Versionen und dort wird dann spekuliert, dass äh, dort wohl der FSB-Mann, der die Aufgabe hatte, es zu inszenieren, es missverstanden hat, dass drei Sim-Karten dort liegen sollten und er hat einfach dreimal das Computerspiel Die Sims gekauft, so dass es dann dazu kam. Also hier die Russen eine, neuere, eine neue Räuberpistole, die sie hier präsentieren. Aber gut, ähm, letztendlich ist es gut für uns, wenn wir damit unterhalten werden, vermute ich mal. Dann haben wir internationale Unterstützung. Und dort haben die Amerikaner informiert, dass sich die Chinesen inzwischen stärker auf der russischen Seite engagieren. China gibt Russland inzwischen ähm, Elektronikbauteile, äh, Mikroprozessoren. Sie geben ihnen optische äh, Einrichtungen. Also Optiken, sie geben ihnen Maschinengeräte zur, zur Herstellung. Das heißt, die, die russische Produktion war bislang weitgehend abhängig davon, dass sie von westlichen Maschinen bedient wurde. Vor allem, ich glaube, aus Italien und aus Deutschland kamen die. Und dort führt nun China immer später China eine immer größere Rolle, die auch vor allem in der Panzerproduktion wohl zur, zur Geltung kommt. Die Amerikaner melden auch, dass an, dass Antriebsmittel, also Treibstoff für Raketen geliefert werde, aber auch Nitrocellulose und Jettriebwerke. Nitrocellulose ist generell ein großes Thema. China ist dort 50-prozentiger Weltproduzent. Das heißt, jedes zweite Kilogramm wird in China hergestellt, was gerade auch ein Problem ist, wenn es um die Erhöhung der europäischen Produktion geht, weil die europäische Artilleriegranatenproduktion, beispielsweise, ganz erheblich damit von China abhängig ist. Das wäre ein weiterer Punkt, wo man langsam mal darüber nachdenken sollte, wie weit man nicht sich seine strategische Unabhängigkeit wiederherstellt, indem man die Produktion wieder innerhalb Europas aufnimmt. Dann ähm, soll China auch Satellitenbilder zur Verfügung stellen. Dazu gibt es Vermutungen, dass möglicherweise Chinesen über Scheinfirmen in den USA oder bei US-kommerziellen Anbietern kaufen und ebenfalls den, den Russen übergeben. China bleibt damit klar unterhalb von roten Linien, die unmittelbare, unmittelbare Sanktionen nach sich ziehen würden. Sie, sie versuchen weitgehend sich auf Dual-Use immer noch berufen zu können, indem sie eben nicht Artilleriegranaten oder Panzer direkt liefern, aber sie sorgen dafür, dass die Russen eben beides selbst herstellen können und mehr davon herstellen können. Die Russen selber basteln ebenfalls herum und hier gibt es die Meldung, dass sie einen, er wird Schildkrötenpanzer genannt, eingesetzt hätten. Wir können den hier mal kurz sehen. Und zwar gab es einen Angriff, ich glaube bei Krasnohorivka war das. Und dort haben, genau, und dort ist dieser Panzer zum Einsatz gekommen. Wir haben hier eine größere Aufnahme und hier ist er gefilmt worden von den Russen. Wir haben also Stahlplatten, die um eine Panzerhülle herum angebracht wurden. Es ist wahrscheinlich ein T72, der auf diese Art und Weise eine Zusatzpanzerung erhalten hat. Die ich habe von einem ukrainischen Millblocker gelesen, der eingestanden hat, dass das Ding wohl gewirkt hat. Aber es muss natürlich klar sein, dass es erhebliche Nachteile mit sich hat. Nicht nur, dass die Besatzung fast nichts mehr sieht, außer nach vorne. Das Gewicht bei Stahl, gerade wenn der Stahl dick genug ist, um wenigstens auch nur Infanteriewaffen aufzuhalten, summiert sich das Gewicht. Das heißt, die Beweglichkeit sinkt, die Störanfälligkeit steigt. Aber es hat natürlich auch den großen Nachteil, dass die Kanone, die vorne rausschaut, überhaupt nicht zu den Seiten hin schwenkbar ist. Und wenn der Panzer sich zurückziehen muss, die meisten russisch-sowjetischen Panzer der T-Reihe, der T-64, T-72, und äh, T90 haben praktisch keinen, kaum einen existierenden Rückwärtsgang. Das heißt, die müssen umdrehen und wegfahren und dem Feind ihr Heck zeigen. Und das bedeutet bei so einer Konstruktion natürlich, dass der nicht mehr zurückschießen kann. Es wird inzwischen auch spekuliert, ob das vielleicht dem Truppentransport diente, denn die Russen setzen in den letzten Tagen und Wochen vermehrt wieder darauf, dass sie mit aufgesessener Infanterie angreifen. Wir kennen es auch schon aus dem Zweiten Weltkrieg aus den Bildern, dass die Russen dort das. Die die, das eine gängige Taktik der Russen war, dass die Infanterie auf den Panzern ritt und von diesen dann absprang bei, während des Angriffs und das ist jetzt kann in zunehmendem Maße wieder beobachtet werden. Das sehen wir schon durch den gesamten Krieg, übrigens auch auf ukrainischer Seite, und das ist gerade bei den Russen wieder viel zu sehen. Und auf diese Art und Weise erhalten natürlich die Infanteristen auf dem Fahrzeug einen erhöhten Schutz. Da das das einzige Fahrzeug war, könnten wir jetzt spekulieren. Vielleicht war seine Feuerleitanlage kaputt und er konnte sowieso nicht schießen und deswegen sei das. So gemacht worden, aber wie gesagt, das wäre spurisch, pure Spekulation. Wir wissen es aktuell nicht. Wir wissen, dass sie Infanterie dabei hatten und wir wissen, dass den Ukrainern nicht gelang, das Fahrzeug mit Drohnen zu vernichten. Und je, nach, je, dick, je nachdem, wie dick die Platten sind, wird es ja auch mindestens äh, Gewehrfeuer und Artilleriesplitter abhalten. Allerdings wird inzwischen gemeldet, dass äh, gerade weil die Russen auch dort Bilder gemacht hatten, um zu zeigen, was sie sich für sich Tolles ausgedacht haben, dass die Ukrainer aufgrund dessen das Gebäude in identifizieren konnten. Und wie wir sehen können, das hier soll der sogenannte Schildkrötenpanzer sein. Der hätte entsprechend ein, zwei Tage danach noch überlebt und sei anschließend eben vernichtet worden. Das zumindest wird aktuell von der ukrainischen Seite und pro-ukrainischen Seite vermeldet. Dann haben wir Nachrichten zur Truppengenerierung, Verstärkung aus der ukrainischen Seite. Und zwar gibt es ein erstes Video, das einen Einsatz der ukro zu belegen scheint. Wir haben darüber gesprochen, dass beide Seiten voneinander kopieren, wenn die etwas Sinnvolles haben. Die Russen haben wahrscheinlich die Ground Launched Small Diameter Bomb mehr oder weniger kopiert und es gab vor einiger Zeit, vor einigen Tagen die Meldung, dass die Ukrainer die Lancet kopiert hätten mit Bildern und nun scheint die zum Einsatz gekommen zu sein, weil eben sich die Lancet als effektiv erwiesen hat und dann hat die Ukraine gesagt: Okay, dann übernehmen wir das, wenn es gut ist und die wird nun wohl von der Ukraine eingesetzt, eben als die. Munition oder wie es in Deutschland gerne genannt wird, die Kamikaze-Drohne, um damit eben höherwertige Ziele im, im halbwegs frontnahen Bereich zu bekämpfen. Die, die russischen fliegen bis zu 80 Kilometer hinter der Front. Wie weit es hier die ukrainische auch kann, ist noch unklar. Bei diesen Aufnahmen zumindest wurde eine ganze Reihe von Fliegerabwehrsystemen vernichtet. Also zumindest äh, über die Front hinaus haben die doch einige Kilometer wirken können. In der Ukraine wird außerdem gerade darüber beraten und ist ein Gesetz in Einführung, dass bald äh, verurteilte Straftäter im Militär dienen dürfen. In einer ersten Lesung hat die RADA das Parlament dem zugestimmt der Gesetzesvorlage und das sieht vor, dass Gefängnisinsassen Bewährung bekommen können, wenn sie der Armee beitreten. Nicht in Frage dafür kommen Häftlinge, die wegen sexueller Gewalt, Mord sowie Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder gegen die nationale Sicherheit verurteilt wurden. Allerdings ist hier halt der große Unterschied zu den Russen. Die halten Bewährung und es sind nur äh, Sträflinge mit, mit kürzerer mit weniger schweren Verbrechen, was natürlich auch wiederum bedeutet, dass ihre, ihre Haftzeit nicht allzu lange danach wäre. Dass, so wie es wirkt zumindest, wären lebenslänglich Verurteilte wohl, würden gar nicht in Frage kommen. Das heißt, wie viel das an Rekruten bringen wird, vor allem wenn es um Freiwilligkeit geht, ist natürlich eine andere Frage. Aber so versucht die Ukraine zumindest diesen Teil mit zu übernehmen. Das müsste allerdings auf, auf äh, entweder UKAS-Art und Weise oder halt äh, außerhalb der normalen Gesetzesentwicklung auch schon. Praxis gewesen sein. Ich erinnere mich, das müsste einer der ersten zehn Lageberichte hier auf dem Kanal gewesen sein, wo ich genau das berichtet hatte, dass es Meldungen aus der Ukraine gab, dass man Sträflingen angeboten habe, direkt zu Beginn der vollen Invasion, hey, wenn ihr euch freiwillig meldet, lassen wir euch raus und das muss wohl auch von einigen angenommen worden sein. Nur da war es halt möglicherweise einfach eine Improvisation, die einfach durchgeführt wurde und nicht ein reguläres Gesetz und das ist hier jetzt eben in der Ukraine auf dem Weg. Politisch haben wir eine, eine eine pikante Sache. Und zwar, Sirski geht gerade gegen Teile des SBU vor, des, des, des Geheimdienstes. Ähm, Sirski ist ja der Oberkommandierende der ukrainischen Streitkräfte und der geht gerade gegen den Geheimdienst vor, denn von dem haben Mitarbeiter dafür gesorgt, dass ein, dass ein Journalist, der über äh, Korruption im SBU recherchiert hat, dass der einen Einberufungsbescheid erhalten hat. Das heißt, die haben mitbekommen, dass er versucht herauszufinden, wo Korruption im EU stattfindet. Und dann haben sie gesagt, den wären wir am besten los, indem wir ihn an die Front schicken und haben wohl in dem Kreiswehrersatzamt, in dem vergleichbaren, das wäre dann der deutsche Begriff, angerufen und dafür gesorgt, dass der einen Einberufungsbescheid erhält. Das ist natürlich sehr sehr pikant wie, man, wie sie sich vorstellen können ich habe jetzt keine Bestätigung dass der zurückgenommen wurde auch wenn es natürlich nahe liegt aber hier sieht man also dass Korruption natürlich weiterhin ein Problem ist in der Ukraine aber das ist bei einem Anwachsen der Truppen an dieser Größe ein natürlicher Vorgang den wir auch in anderen Streitkräften erwarten können aber natürlich äh, da braucht man auch nichts schön zu reden die Ukraine war eines der korruptesten Länder Europas vor Beginn des Krieges. Sie wurde lediglich durch Russland geschlagen im Korruptionsindex. Hier gibt es zwar Anstrengungen von Seiten der ukrainischen Regierung, die auch durchaus Erfolg zeigen, die ähm, durchaus auch dokumentieren, was aus den Waffen wird, dass die nicht, nicht in größerem Maße in dunklen Kanälen verschwinden. Ein bisschen was verschwindet bedauerlicherweise immer, aber hier ist es so, dass eben das Problem nach wie vor existiert. Dann ist aus Russland gibt es eine Nachricht und zwar der General Andrei Gurulov. Guruljov. Der ist inzwischen Abgeordneter in der Duma, der, von dem ist eine Audioaufnahme geleakt worden, in dem er sagt, dass Kasachstan als nächstes dran wäre, man habe schon Pläne gemacht und Entscheidungen getroffen, um sozusagen, sobald man mit der Ukraine fertig ist, sich Kasachstan vorzunehmen. Guruljov Guru ist sowas prinzipiell zuzutrauen. Der Punkt ist allerdings, dass heute mit künstlicher Intelligenz natürlich dafür solche, solche Aufnahmen inzwischen relativ einfach gefälscht werden können und genau das wird hier behauptet, dass er es in Wirklichkeit gar nicht gesagt habe, sondern dass das ein Deepfake sei. Was davon stimmt oder nicht, ist natürlich schwer zu sagen. Aber in Kasachstan wird man es zumindest wahrnehmen, dass sowas angeblich in Russland verbreitet wird. Es läge natürlich nahe, auch wenn wir, wenn wir Andre glauben wollen, läge es natürlich nahe, dass das auf den ukrainischen Geheimdienst zurückgeht. Denn wenn der natürlich dafür sorgt, dass ein wichtiges Transitland für Schmuggelgüter Angst vor einer russischen Invasion bekommt, dann hätte das eventuell Vorteile für die Ukraine. Aber das ist erneut, das ist Spekulation. Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir nur, dass Guruljow gesagt hatte, es sei eine Fälschung, er habe nichts damit zu tun. Internationale Unterstützung haben wir, die Bestätigung aus den USA, dass 65 F16 geliefert werden dürfen. Dänemark werde 6 Block 10 F16 liefern sowie 13 Block 15. Aus Norwegen kommen 22 Block 10 und Block 15. Ich glaube, aktuell sind wir bei Block 70 oder sogar darüber hinaus. Das sind so Entwicklungsschritte. Die werden auf diese Art und Weise bezeichnet. Also hier haben wir es wirklich mit alten Modellen zu tun. Und aus den Niederlanden kommen 24, Block 10 und Block 15. Im Ganzen also 65. Das ist alles, was bislang angekündigt wurde. Es wurde die letzten Tage gesagt, dieses Jahr sollen überhaupt nur vier ankommen. Ich bin nicht sicher, wie weit das stimmt, weil zumindest teilweise diese anderen Aussagen dem ein bisschen zu widersprechen scheinen. Aber ich würde, würde sagen, wir werden es uns einfach anschauen, was davon stimmen wird. Gleichzeitig gibt es die theoretisch gute Nachricht. Dass Griechenland 32 F-16 ausmustern will. Allerdings will das griechische Militär die verkaufen, um Geld zu verdienen, damit es sich die neue Beschaffung leisten kann, denn die sollen zum Teil eben durch Rafal und F-35 ersetzt werden. Was allerdings auch gesagt werden muss, das ist bedauerlicherweise wird es der Ukraine nicht allzu schnell helfen. Denn es sind zwar 32 und damit im Prinzip halb so viele wie noch einmal dazu, wie die USA jetzt zugestimmt haben. Aber die sind aktuell noch im Dienst und die werden wohl auch noch eine Weile im Dienst bleiben. Ich habe einen, einen Artikel gelesen, da wurde spekuliert, die seien so ab 2030 eventuell verfügbar, also dass zeitnah neue F-16 aus auftauchen. Ohne dass die USA diese rausrückt, scheint zumindest ein Stück weit unwahrscheinlich zu sein. Die USA haben der Ukraine allerdings Hilfe geschickt, nämlich über 5000 Sturmgewehre, Maschinengewehre, Scharfschützengewehre, RPG-7, das sind diese schultergestützten Panzerabwehrwaffen, und 500.000 Schuss 762er Munition. Ich versuch, vermute mal 762 mal 39. Das stammt aus iranischem Waffenschmuggel an die Houthis. Denn da werden immer wieder so DAUs so Segelboote so im Persischen Golf und im Arabischen in, in, Arabische Meer müsste es davor heißen auch im Roten Meer teilweise werden die immer wieder gestoppt und dann voller Waffen gefunden und wenn die die Erwartung ist, dass das an die Huthis geht. Dann wird es beschlagnahmt. Und es ist nicht das erste Mal, dass, der, dass die Ukraine auf diese Art und Weise eine indirekte Waffenlieferung der Iraner erhält. Das gab es schon mehrfach in diesem Krieg. Da natürlich, dass funktionstüchtige Waffen sind, die für die Huthis gedacht waren und die gleichzeitig in Kalibern sind mit denen und teilweise auch Waffen eines der Typs sind, der in der Ukraine im Einsatz ist, sodass die, die USA sie anschließend den Ukrainern übergeben. Island hat gesagt, dass sie Munition für zwei bis drei Milliarden Euro gefunden hätten. Ich gehe mal davon aus, wir reden immer noch von der, der ersten äh, Meldung, die ich Ihnen im letzten Lagebericht gemeldet habe. Allerdings haben wir ein paar mehr Details und zwar sagen die, es könnte in zwei Monaten bereits den Ukrainern übergeben werden, wenn der wenn sich eine Bezahlung findet. Und hier ist natürlich das Problem, denn es gibt da immer leicht widersprüchliche Meldungen. Ich bin nicht komplett sicher, was jetzt der letzte Stand ist, aber meines Wissens sind noch nicht einmal die 700.000 bis 800.000 tschechischen Granaten vollständig bezahlt. Meines Wissens sind selbst die noch nicht zu 100% bezahlt, dass also die 2 bis 3 Milliarden, die für die weiteren Granaten, die Litauen, die Estland gefunden hat auf dem freien Markt, dass die bereits... In absehbarer Zeit das Geld dafür da sei, scheint zumindest für den Moment unwahrscheinlich zu sein. Es wird gemeldet, die Ukraine erhalte 20 weitere Marder. Hier ist nicht ganz klar, muss ich sagen, sind das welche, die schon angekündigt waren, die jetzt nur fertig sind und der Ukraine übergeben werden oder ist das eine weitere Ankündigung von 20, sodass sich die Gesamtzahl steigert. Aber ich vermute mal so oder so eine gute Nachricht, wenn 20 weitere Marder ankommen. Zwar eigentlich schon ein passabel veralteter Schützenpanzer mit einer ganzen Reihe an Nachteilen, aber er funktioniert und die Bundeswehr nutzt ihn ja auch noch. Also ist alles andere als Schrott. Er ist, auch wenn er halt ein paar Tage auf dem Buckel hat. Und ähm, hier ist es ja natürlich so, dass die Bundeswehr ihre Marderbestände langsam abbaut, um sie durch den Puma zu ersetzen, sodass über die nächsten Jahre noch in kleinerem Maße der eine oder andere Marder dazukommen wird. Dann, kauf, dann verkaufen die USA Munition für Waffen für 138 Millionen an die Ukraine. Ähm, das muss also bezahlt werden, und es geht dabei wohl vor allem um das Hawk-Flugabwehrsystem. Das ist ein veraltetes Flugabwehrsystem, das unter anderem die Bundeswehr im Kalten Krieg benutzt hat. In der Ukraine kommt es vor allem gegen Marschflugkörper und Drohnen zum Einsatz, wo es Irrelevant ist, dass es etwas älter ist, denn die sind schnell genug, die Flugabwehrraketen, und können hoch genug fliegen, um die angreifenden Marschflugkörper abzuschießen. Und dort äh, sind wohl dringend Ersatzteile und ich vermute mal Munition notwendig. Und entsprechend gibt es eine, eine, neue, eine neue Lieferung, wenn man so will, aus den USA. Aber das musste verkauft werden. Und die Bundesregierung hat eine neue Lieferung angekündigt und zwar 6000 weitere 155mm Granaten. Das ist. Alles andere ist beeindruckend, aber wir müssen natürlich sagen, dass die Bundeswehr das in, in regelmäßigen Rhythmus meldet. Und viele kleine Lieferungen sind halt irgendwann dann auch eine große. Das sollte man also nicht pauschal kleinreden, vor allem, wenn man bedenkt, dass die Franzosen was? Ein Jahr, in einem Jahr 30.000 geliefert haben oder sowas? Da sind alle paar Wochen mal 6.000 schon eine ziemlich gute Sache. Eine Million Schuss Infanteriewaffenmunition, also ich vermute mal Pistolen, Sturmgewehre, Maschinengewehr etc. 680 Sturmgewehre erhält die Ukraine, 50 Präzisionsgewehre, Aufklärungsdrohnen, Minenräumpanzer und Wärmebildgeräte, also ein neues Paket der Bundesregierung, das in Richtung der Ukraine geht. Und ähm, das war es soweit hier mit dem Lagebericht. Wenn es Ihnen gefallen hat, freue ich mich über den Daumen hoch. Auch wenn das Thema heute ein bisschen negativ war, nicht allzu positiv, freue ich mich dennoch, wenn es Ihnen gefallen hat. Zumindest das, was ich Ihnen mitgeteilt habe, das hilft auch mit dem Algorithmus, wenn Sie... Meinung dazu haben, gerade was die internationale Hilfe angeht, freue ich mich natürlich auch über Kommentare, fühlen sich eingeladen, im Kommentarbereich zu kommentieren. Und wenn Sie neu hier sind, möchte ich Sie einladen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu klicken, damit Sie künftige Videos nicht verpassen. Wenn Sie den Kanal unterstützen möchten, können Sie über die Mittel in der Beschreibung. Der nächste Livestream ist am kommenden Samstag um 20 Uhr deutscher Zeit. Ich mache eine kurze Getränkepause, dann gehen wir mit der, dann geht es mit der Frage-Antwort-Runde weiter und anschließend so 22.45 Uhr oder so wird es live auf twitch weitergehen link dazu ebenfalls in der beschreibung aber sie haben wahrscheinlich gehört dass meine stimme langsam rau wurde äh, 50 minuten ununterbrochen reden erfordert dann doch mal ein bisschen nachölen Und damit ich energie geladen bin nehme ich auch wieder energy Drink. Wie zuletzt immer Citrus Cobra, was ich sehr, sehr empfehlen kann. das ist schön energiegeladen. Gut, an der Stelle mein Dankeschön an Hiroshi The Dog und ich vermute mal, das wird auch gleich die erste Frage sein. Okay. Mal schauen, ob hier alles in Ordnung ist. Okay, ist tabuliert, ja. Angenommen, wir hätten 5000 Stück bessere Shahid-Drohnen. Wir bestücken 50 davon zufallsverteilt mit 20 Kilotonnen Atomsprengköpfen und verteilen dann alle 5000 Drohnen in Wartestellung über ein Land. Hätten wir so eine Zweitschlagfähigkeit? Hm. Vermutlich für billig. Eine billige. Ähm ich weiß nicht, ob 200 Kilotonnen dafür ausreichen, aber möglicherweise natürlich dadurch dass sie sagen 5000 Stück rechnet man ein dass solche Drohnen relativ einfach abzufangen sind es ging also um eine einfache Übersättigung und man würde dann davon ausgehen dass von den 50 halt 30 abgeschossen werden dann würde wir, wenn wir davon natürlich ausgehen dass nur 20 durchkommen dann wird die Gefahr des Zweitschlages ein Stück weit überschaubarer also ich bin ich weiß es nicht ähm, das wäre wahrscheinlich die billigstmögliche Variante, aber sie würde mich nicht wirklich überzeugen, denn das Problem ist, dass Drohnen dieser Art eine sehr langsame Fluggeschwindigkeit haben und damit eine sehr große Vorbereitung ermöglichen und dass sie möglicherweise weiterhin im, im Startgebiet sind, wenn der Erstschlag des Feindes erfolgt. Das heißt, das müssen wir so verstehen, wenn wir davon ausgehen, dass die, wenn wir jetzt mal sagen, das wäre Teil einer deutschen... Abschreckung für laut. Denn wir haben in der Vergangenheit über Kernwaffen gesprochen und da habe ich immer wieder betont, wie äh, dass es eben nicht, dass die Waffe sich zu beschaffen noch das einfachste ist. Die Mittel, sie zum Einsatz zu bringen, die wirkliche Herausforderung sind. Wenn wir jetzt also davon ausgehen, die 5000 sind in ganz Deutschland verteilt und Russland greift an, dann sind ja auch wahrscheinlich welche in Bonn und die von Bonn brauchen bei 300 km/h, was für sowas schon schnell ist. Schon mal entspannte zwei Stunden, um nur die polnische Grenze zu erreichen. Das heißt, die sind noch, die fliegen noch mitten über Deutschland, während die Atomraketen bereits einschlagen, des Angreifers. Das heißt, die werden, da wird ein guter Teil, der in dem Teil ist, der. Der auf der anderen Seite sozusagen Deutschlands ist, von der, wo der Angriff herkam, die werden überhaupt nicht weit genug kommen, weil sie vorher aus dem Himmel gefegt werden könnten. Was dann natürlich auch bedeutet, dass ihre atomare Zuladung sich in Deutschland selbst noch verteilt. Ich denke mal, das dürfte das stärkste Argument dagegen sein. Und dann ist es natürlich so, selbst wenn die 5000 jetzt gemütlich in die Richtung als Luftmoped unterwegs sind, das ermöglicht dem, dem damit angegriffenen, die Flugabwehr in Alarmbereitschaft zu setzen und es ermöglicht eben auch, Kampfhubschrauber in die Luft zu bringen, er es ermöglicht ihm Flugzeuge in die Luft zu bringen, alles um diese Drohnen abzufangen, was ein Durchkommen dann immer mehr äh, erschwert. Wenn wir die Zahlen jetzt um ein paar Nuller vergrößern, dann wird es irgendwann vielleicht eine relevante Sache, aber ich glaube nicht, dass es ein, ein vernünftiger Ansatz ist. Das sagen wir mal besser als nichts, wenn man unbedingt eine Zweitschlags Zweitschlagsfähigkeit haben will. Sorgt es zumindest dafür, dass der potenzielle Feind sich Gedanken machen muss, was er dagegen tun kann. Aber das Entscheidende ist, er kann was dagegen tun und das verringert natürlich die, die Effektivität und die Abschreckung dadurch. Also nicht gänzlich, nicht gänzlich schlechte Idee, aber ich glaube nicht eine, die wirklich, wirklich weit Sinn ergeben würde, würde ich wahrscheinlich sagen. Danke auf jeden Fall für die Unterstützung. Was denken Sie, warum der Iran noch nicht auf den Angriff der Botschaft in Syrien reagiert hat? Vorbereitung auf einen größeren Angriff. Ähm, die das sei, habe ich gelesen, äh, ein, ein diese, wie nennt sich das, strategische Geduld ist nicht nur innerhalb des Irans bereits angekündigt worden, sondern es sei auch äh, charakteristisch für den Iran, dass er sowas häufiger macht, dass er sich Zeit lässt. Und es wurde vor einigen Tagen kolportiert, dass angeblich der Iran über den Oman, zu dem er ja gute Beziehungen äh, aufrechterhält, also Iran und Oman haben gute Beziehungen, aber Oman hat auch gute Beziehungen zum Westen. Also der Iran habe dem Oman gesagt, sagt den Amerikanern, wir werden nicht angreifen, wenn es einen Waffenstillstand in Gaza gibt und sie, die Israelis sich aus Gaza zurückziehen. Und die Israelis haben sich aktuell weitgehend aus Gaza, Gaza zurückgezogen. Lediglich diese Verbindungsstraße im Zentrum war nach meinem letzten Stand noch von den Israelis gehalten. Also weitgehend sind sie aus dem Gazastreifen zurückgezogen. Vielleicht ist das auch der Grund. Das waren angebliche Geheimdienstinformationen und irgendjemand hatte das geleakt. Ich konnte es nicht verifizieren, ob diese Aussage stimmt, dieses Angebot der Iraner, aber das zumindest wäre ebenfalls ein Erklärungsansatz. Alexis Pascutini, danke für die Unterstützung. Endlich seit langem wieder einmal live dabei, danke für Ihre tolle Arbeit. Meine Frage. Halten Sie eine Einkesselung, Belagerung oder gar Eroberung von Charkiw im kommenden Sommer. Für realistisch. Im kommenden Sommer, im Sommer 2024. 10% maximal, eher weniger. Der Sommer ist schon relativ nah. Der kommt in wann ist Sommer? Mehr oder weniger im Juni. Ich habe keine Ahnung, was der meteorologische Sommeranfang ist. Aber für mich ist Juni Sommer bis, sagen wir mal, die erste Septemberwoche. Da wird es den Russen gar nicht mehr zeitlich reichen da müssten sie jetzt praktisch anfangen prinzip können sie das prinzipiell die truppen dafür konzentrieren vielleicht aber nicht in zeitnahem maße und gleichzeitig würde es von ihnen ein abziehen von truppen aus dem donbass verlangen was wiederum den ukrainern ermöglichen würde ebenfalls reserven zu verschieben und die ukrainer bauen befestigungen in kharkiv angefangen zehn kilometer hinter der Front, da ist gerade war, war Ronsheimer unterwegs hat da auch berichtet, dass die 10 Kilometer in der Front es tatsächlich nur mit Spitzhacken und Schaufeln machen, aber dahinter sollen wohl weitere gebaut werden, also dass die Russen hier plötzlich tiefer vorstoßen können, scheint unwahrscheinlich zu sein. Also um die Frage zu beantworten, ich würde die Chance auf erheblich kleiner als 10 Prozent schätzen, dass diesen Sommer Kharkiv ernsthaft unter Druck gerät. Russische Kampfpanzer mit Schildkrötendach als Truppentransporter bei Krasnorivka gesichtet. Bauen Russen neuartige oder umgebaute Panzer eventuell analog zum asowetz panzer nach israelischem Vorbild? Ich habe passend die Frage dazu, zu dem, was ich schon gesagt habe. Ähm, es scheint so zu sein, dass die zum Truppentransport eingesetzt wurden. Und es wäre in der Tat naheliegend, dass sie das, das würde zumindest erklären, warum man das so baut, dass die Kanone sich nicht mehr drehen kann dass die Kanone einfach kaputt ist. Wenn, was weiß ich, es eine Fehlzündung gab und der Verschluss des Geschützes kaputt sein sollte, dass eine tiefer greifende Reparatur notwendig wäre, dass man sich dann entscheidet, das entsprechend zu machen. Aber das, was man gesehen hat, scheint so zu sein, dass das Fahrzeug sehr wohl noch eine, ein, einen normalen, funktionierenden Geschützturm hat. Und dann würde man ja erwarten, hier kann man es übrigens mal von innen sehen, dann würde man ja erwarten, dass die dass die Russen ihn reparieren, wenn er, wenn er nicht mehr einsatzbereit wäre. Also, das scheint tatsächlich, hier können wir ihn jetzt mal von vorne sehen. Wie ja, können ich es pausieren? Hier können wir also sehen, das sieht soweit mehr oder weniger in Ordnung aus. Das scheint tatsächlich zu sein, dass sie hier ein Gestell gebaut haben und diese Platten als Zusatzpanzerung angebracht haben, obwohl er funktionstüchtig ist. Damit ist es nicht vergleichbar mit Nama oder ähnlichem. Das sind äh, Kampfpanzer, Hüllen die als Truppentransporter genutzt werden und der Assowetz-Panzer war das, war das der Is der, der der Name sagt mir was, fällt mir aber gerade nicht ein. Ist das das auf T-64-Höhle, glaube ich, das als, als Transportpanzer genutzt wird. Wäre in beiden Fällen kein Vergleich, weil das tatsächlich zwar die Transportfahrzeuge sind, die ein Wurzeln im Kampfpanzer haben, aber keiner mehr sind. Und dieses Video hier zeigt, dass es eigentlich weiterhin ein Kampfpanzer ist. Also da ist die Frage, wie sinnvoll das ist. Denn die Feuerkraft des Panzers ist von enormer Wichtigkeit und der kann dann nur noch mit der gesamten Hülle richten. Er kann ziemlich sicher feuern, während er so ausgestattet ist, aber eben nur noch nach vorne. Mit einem gewissen Seitwärtsrichtbereich. Und beim Rückzug heißt es, er ist wehrlos, während er sich zurückzieht. Alles nicht eine ideale Lösung. Dass sich das durchsetzt, würde ich doch noch etwas zweifel. Zweifel haben, aber wir werden sehen. Also, ich bin nicht ganz von dem Konzept überzeugt. Ich denke mal, da wäre Potenzial, vielleicht noch mehr damit zu machen. Da könnte man möglicherweise noch, noch dran arbeiten, um den Schwenkbereich wenigstens zu vergrößern, indem man mehr, mehr macht. Und, aber, aber das aktuell zumindest überzeugt mich nicht sonderlich. Heinrich der Zweite. Guten Abend, Herr Heinrich. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu 150k in Abos. Danke, die sind eigentlich schon eine Weile erreicht. Die meinten wahrscheinlich 156k. Ich vermute mal, die sind erreicht. Viele in meinem Umkreis sind gegen die Ukraine-Hilfe. Ukraine sei korrupt und deutsches Geld soll nicht verschenkt werden. Wie kann man diese von der Hilfe überzeugen? Äh, die Ukraine ist korrupt. Da braucht man nichts schön zu reden. Die Ukraine ist kein Musterstaat. Wir sollten uns nicht selbst in die Tasche lügen. Aber wir müssen, wir müssen erstmal gibt es massive Kontrollen, was, was mit, dem, mit den Sachen passiert. Ähm. Gerade was Waffen zum Beispiel angeht, dass es innerhalb bei Finanzhilfen, dass da irgendeiner äh, sich die Taschen füllt, ist bedauerlicherweise wahrscheinlich korrekt, dass dies passiert. Aber grundsätzlich bleibt es die Frage, ob man glaubt, dass ein siegreiches Russland keine weiteren Konsequenzen nach sich zieht. Und wenn ich glaube, dass ein siegreiches Russland anschließend Konsequenzen hat, indem es anschließend weitere Länder überfällt oder indem dies andere Aggressoren ermutigt, ihrerseits Länder zu überfallen, dann wird es von höchstem deutschen Interesse, denn jeder Deutsche sollte ein Interesse daran haben, dass deutsche Soldaten nicht in den Krieg ziehen müssen. Und wenn die Welt wieder mit Angriffskriegen überzogen wird, wird dies zwangsläufig auf kurz oder lang auch Deutschland betreffen und deutsche Soldaten in einen Krieg führen. Und das ist das Hauptinteresse. Ja, die, die Ukraine ist korrupt. Sie tut was dagegen, aber wie effektiv das ist, würde ich mich nicht aus dem Fenster lehnen wollen, dass dies in großem Maße unfassbar erfolgreich jetzt sei. Da kann man dann mehr, mehr versuchen, das mehr zu kontrollieren und solche Geschichten und das sollte man wohl auch, aber grundsätzlich muss man sich sich anschauen, dass es viel viel billiger für Deutschland ist, die Ukrainer Denen zu ermöglichen, den Krieg zu gewinnen, als dies mit eigenen Soldaten zu machen oder einen späteren Krieg mit eigenen Soldaten zu beteiligen. Denn das kostet dann nicht nur ebenfalls unserem Geld, sondern das kostet dann auch unserem Blut. Und aktuell kostet es aktuell nur deutsches Geld und kein deutsches Blut. Sehen wir uns zynisch gesagt nicht einer rückkehr zur historischen normalität gegenüber grenzänderungen durch gewalt und steht uns möglicherweise einer zeit neuer kabinettskriege äh, bevor. Ähm, die, die rückkehr zur normalität ist völlig klar. das glaube ich habe ich hier auch schon mehrfach gesagt. es war ein, ein unfassbarer sonderfall dass europa so lange friedlich war. Ähm, mehrfach kurz davor Mehrfach gab es Krisen innerhalb Europas, die einen großen Krieg hätten auslösen können. Und ganz friedlich war es auch nicht. Ich meine, der Prager, die, 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 die sowjetischen Einsätze in der DDR, in, in der Tschechoslowakei und in Ungarn waren nicht unblutig, die Balkankriege waren nicht unblutig. Aber verglichen mit dem, was weltweit alternativ passierte, was es an weltweiten Konflikten gab, war das eine Oase des Friedens, Europa und eine historische Ausnahme. Und dazu aus dieser historischen Ausnahme bewegen wir uns gerade heraus. Das müssen wir wohl ernst, wohl ehrlicherweise akzeptieren. Kabinettskriege kommen eigentlich nicht zurück, denn der Kabinettskrieg ist die, die ähm, ist, ist der, der Krieg, der das Volk möglichst wenig äh, be, be, bedroht und einbezieht. Und wir sind seit, dem, seit der industriellen Revolution, haben wir Industrie- und Volkskriege. Und gerade sehen wir in der, in der, in, in, in der Ukraine ganz klar einen Volkskrieg. Die Russen sind mit der Mobil Mobilmachung durchaus ein Stück weit auch in den Volkskrieg hineingegangen. Dass sie gerade dazu in der Lage sind, es ausschließlich mit Freiwilligen zu führen, könnte man theoretisch ein bisschen als, als Richtung Kabinettskrieg interpretieren. Aber wenn ich mich nicht falsch, nicht völlig jetzt irre, war der Kabinettskrieg auch explizit darauf ausgelegt, dass die, die Zivilbevölkerung außen vor bleibt, dass die nicht davon betroffen wird. Ich habe es im Kopf, dass es dann teilweise die Bauern vom Feld aus dem Schlacht zu, der Schlacht zugeschaut haben, die zwei Kilometer entfernt stattgefunden hat, weil es für sie keine Gefahr bedeutet hat. Und das ist natürlich mit der Realität nicht, nicht in Einklang zu bringen. Also der Volkskrieg ist da und der wird da bleiben und der Industriekrieg sowieso. Die, die historische Normalität ist wieder eingekehrt oder kehrt gerade wieder ein. Das ist wohl leider die Realität, der wir uns in den nächsten Jahrzehnten gegenübersehen werden, dass Krieg zurück ist auf, dem, auf der politischen Agenda. Hank Lovegames, danke schön, danke für die Unterstützung. Und Pets, äh, ebenfalls vielen Dank für eine Poolfliese, danke schön. Warum wurde der Konvoi vor Kiew 2022 nicht zerstört? War doch ein leichtes Ziel. Weil... Es wurden Angriffe darauf durchgeführt, aber offensichtlich keine ausreichend großen. Warum wurde er nicht zerstört? Der Grund dafür ist einfach, weil man es nicht konnte. Ähm, es, gibt, es gibt Berichte darüber, dass, dass Spezialkräfte ihn angegriffen haben und so weiter, aber sie haben ihn eben nicht zerschlagen. Und man hätte ihn nur zerschlagen können mit massiven Luftangriffen. Es gab Luftangriffe in der Region, aber sehr bald nicht mehr, weil die Russen zu dem Zeitpunkt auch noch über ukrainischem Gebiet operiert haben und die ukrainische Artillerie war zu weit weg. Heimas oder ähnliches gab es damals nicht. Wenn wir uns anschauen, dass die meiste Artillerie die... Auf beiden Seiten im Einsatz ist, bestenfalls 30 Kilometer erreicht. Es gibt Artilleriegeschütze, die 40 Kilometer und darüber hinaus erreichen können. Aber wenn wir uns das ältere Gerät anschauen, dann ist es meist bei, bei 30 Kilometer und eher weniger davon. Und dann können wir es uns natürlich anschauen. Die ukrainische Artillerie steht nicht. Wenn der Konvoi ging, glaube ich, irgendwo, wo ging der? Hier so in etwa runter. Wenn wir dann. Die Ukraine kann nicht hier Artilleriegeschütze hinsetzen drei Kilometer in der Front, sondern die ukrainische Artillerie war aller Wahrscheinlichkeit auch irgendwo in diesem Rahmen. Und dann war es einfach zu weit weg. Die konnte nicht hochschießen, weil die Distanzen zu groß waren, denn der Konvoi ging ja nicht bis in die Front. Und die Ukraine kann ihrerseits nicht ihre Artilleriegeschütze in die Front setzen. Das ist der Grund. Er wurde nicht zerstört oder sagen wir besser zerschlagen. Es gab Angriffe darauf, von denen ich zumindest gelesen habe, aber er wurde nicht zerschlagen, weil die Ukraine dazu nicht in der Lage war. Wilma Bier, hallo Herr Heinrich, an bei die GZ-Gebühr. Ihr Stream ist inzwischen mein Primetime, Mittwochs und Samstag. Weiter so, Post. Vielen lieben Dank, danke schön für die Unterstützung und lassen Sie es sich schmecken. Gibt es eigentlich Schätzungen, wie viel Russland dieser Krieg bereits gekostet hat? Also verlorenes Material, Munitionsverbrauch, Kosten durch Sanktionen und so weiter, müsste ja ordentlich sein. Gibt es garantiert, aber habe ich nicht im Petto. Und wir dürfen nicht vergessen, die Zahlen werden auch gerne, die werden gerne verbreitet. Das kostet die Russen so und so viel und da haben sie so und so viel verloren, aber so wird halt nicht zwingend von der kriegsführenden Macht gerechnet. Die rechnet, ob sie, ob sie sich leisten kann. Und da müssen wir klar sagen, die Russen können es. Es ähm, ist völlig egal, ob die A 400, die A 50, die abgeschossen wird, 400 Millionen kostet oder nicht. Die Frage ist, haben die Russen weitere und können sie in absehbarer Zeit neue bauen. Das ist das Einzige, was zählt. Ähm, der Staat hat, die Russen sind nicht kurz vor der Staatspleite. Sie können durch Gelddrücken sich etwas retten. Sie haben Dinge, die sie verkaufen können, sie können Schulden aufnehmen, denn anders als die Ukraine ist Russland bei gewissen Staaten, die Geld haben, wahrscheinlich noch kreditwürdig. Wir haben es öfter durchgesprochen, China wird, eine, wird ordentlich Kredite geben können, wenn es dafür zum Beispiel Ölquellen bekommt, die Nutzungsrechte oder ähnliches. Und das heißt, den Russen wird in absehbarer Zeit wahrscheinlich nicht das Geld ausgehen. Das müssen wir wohl. Das scheint zumindest wahrscheinlich zu sein. Also es gibt sicherlich Berechnungen, aber ich halte von denen auch nicht so viel. Denn ein Panzer, der dann und dann mal das und das gekostet hat, ist deswegen noch lange nicht heute dieses Geld wert. Und es spielt ledig, es spielt sehr viel dabei, spielt auch keine Rolle. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, dass eine Schahid soll 20.000 kosten, wurde immer gesagt. Inzwischen haben wir erfahren, dass die Russen wohl 400.000 bezahlen. Anscheinend schieben sich die Iraner richtig, richtig das Geld in die Tasche, in dem Vergleich. Und äh, dann würden, werden die abgeschossen durch eine Flugabwehrrakete, die so und so viel Millionen kostet. Das ist aber nicht die relevante Frage. Die Frage ist, wer kann auf Dauer mehr bauen? Können die Russen mehr, mehr Shahid drohnen bauen? Oder können die, die westlichen Unterstützer und die Ukraine mehr Abfangmittel bauen? Das ist das Einzige, was zählt in, in der Gesamtrechnung. Wenn der eine zehnmal so viel ausgeben muss für den Krieg, aber der kann sich's leisten und derjenige, der nur ein Zehntel ausgibt, geht pleite, dann ist der Krieg verloren für denjenigen, der viel Geld spart und viel größere Verluste anrichtet. Deswegen arbeite ich mit diesen Zahlen nicht über die Maßen, weil ich glaube, dass die für den, für den Verlauf des unmittelbaren Krieges nicht von der allergrößten Bedeutung sind. Trained Health, vielen Dank für Ihre wertvolle Arbeit und werfen Sie gerne einen Blick auf meine Frage. Äh, ja, wenn ich sie sehe. Danke für die Unterstützung, Trained Health. Mit Hashtag Frage können Sie auch einfach im, im Superchat Ihre Frage nach oben boosten. Das ist eine sehr gute Möglichkeit. Danke auf jeden Fall für die Unterstützung. Für Russland, denn ich kann die Fragen hier durch nicht suchen. Keine Chance. Wir haben gerade wahrscheinlich schon wieder über 100 Fragen oder sowas. Für Russland läuft es. Ja, gerade nicht schlecht. Wie ist die Stimmung unter den russischen Millbloggern? Äh, die sind, das Interessante ist immer, dass die Stimmungen unterschiedlich sind als das, was man gerne hört. Äh, wir wissen es alle, dass es Stimmen gibt, die erklären, die Russen können nichts und haben nichts drauf und so weiter und sind Idioten. Zum gleichen Zeitpunkt hat man das aus der Ukraine von vielen seriöseren nicht gehört. Die haben immer gesagt, wir nehmen die Russen ernst. Und es gibt jetzt die Schreihälse aus dem pro-russischen Lager. Die tun natürlich so, dass die Ukraine besser morgen kapitulieren sollte. Ich habe jedes Mal, wenn ich ein Video mache, habe ich wahrscheinlich mehrere hundert Kommentare dieser Art. So im Sinne von, es sei ja sowieso alles vorbei und die Ukraine solle endlich kapitulieren. Wenn man sich die russischen Millblogger anschaut, dann sind die optimistisch. Und das können sie auch sein nach der aktuellen Situation. Das braucht man auch nicht schön zu reden. Aber die tun nicht so, als ob der Krieg geworden sei. Die wissen, dass die Ukraine weiterhin substanziell Personal rekrutieren kann und die wissen auch, dass der Westen weiterhin in der Lage wäre zu helfen. Er muss es halt tun. Und auch wenn er es aktuell nicht tut. Also die sind optimistisch aus gutem Grund, aber die sind nicht siegestrunken. Und das ist das Interessante, wenn man sich eben von beiden Seiten diejenigen anschaut, die tatsächlich ein bisschen mehr Ahnung haben, dann sind die immer deutlich zurückhaltender als diejenigen, die die Schreihälse sind. Heiko Schmidt, vielen Dank für die fünf verschenkten Mitgliedschaften. Sehr freundlich, Dankeschön. Atlantic Navigator 2 in Rostock festgesetzt. Russische Marine begleitet Frachtschiffe in Ostsee. Ukraine greift Kriegsschiff serpuchow in Königsberg an. NATO fängt russische Jets, ab wird Ostsee-Kriegsgebiet zu so schnell nicht. Erstmal müssen wir wissen, ob die Ukrainer wirklich diesen Angriff, ob die Ukrainer wirklich den Angriff erfolgreich durchgeführt haben auf das russische Kriegsschiff. Die Ukrainer können auch lügen. Dann wäre die nächste Frage, wie sie es getan haben, denn sie haben meines Erachtens eine Aufnahme aus einer Überwachungskamera gezeigt. Haben sie die selber angebracht oder haben sie, ich habe keine Ahnung, vielleicht haben sie auch einen Cyberangriff durchgeführt, der zu einem Brand geführt hat das kann auch sein also das heißt denn auf einem schiff einen brandsatz anzubringen in königsberg ist schon eine hausnummer wenn man dazu in der, ob man dazu in der lage ist ähm, das sehe ich das sehe ich aktuell nicht die, die ähm, ostsee wer, wer sollte dort krieg führen die ukraine hat keinen hafen und den wird ihr auch keiner zur verfügung stellen um von dort aus, was weiß ich, auf dem Landweg Seedrohnen in, nach, nach Danzig zu bringen und von dort russische Handelsschiffe anzugreifen. Das werden die Polen nicht machen, das ihnen erlauben. Also ich sehe nicht, dass die Ostsee Kriegsgebiet wird. Denn die Ukraine würde es vielleicht gerne und ich glaube, sie dürfte es völkerrechtlich auch. Aber die Frage wäre, von welchem Hafen aus. Und das ist das Entscheidende und das wird, sie, das wird ihr keiner erlauben. Bündoktu. Sie sind der gesunde Menschenverstand in Person. Und folgende Frage: Was wäre jetzt Ihre Lieblingsfunktion in den US-Streitkräften? Meine in den US-Streitkräften? Naja, wenn ich es mir aussuchen dürfte, würde ich wahrscheinlich gerne einen Jet fliegen. Wer will das nicht? Ein Überschall, Überschalljet. Eine F-15 oder so. Oder noch besser eine F-22. Ich glaube, das fände ich ziemlich, ziemlich schick. Ähm. Ansonsten danke für die Komplimente und natürlich danke für die Unterstützung. Vielen Dank. Befindet sich China perspektivisch in einem ähnlichen Dilemma wie Russland? Peak China, Wirtschaftsschwäche, Demografie, Autobürokratie. Wollen sie ihre globalen Ziele erreichen? Sollte bald geschehen. Das ist das, was unter anderem Sehem sagt. Dass China gerade der demografische Zusammenbruch beginnt. Das heißt, China hat bis dato die perfekte Demografie gehabt nicht langfristig, aber für den Moment. Es hat kaum Kinder und durch rapides Wachstum in der Zwischenzeit hat es eine große arbeitende Schicht. Das heißt, kaum Alte zu versorgen, kaum Kinder, um die man sich kümmern kann und äh, wenig Kinder bedeutet, dass sehr viele bei sehr vielen Leuten auch bei sehr vielen Paaren auch beide Partner arbeiten können. Perfekt für den Moment, halt nicht lange langanhaltend. Und jetzt ist es so, dass dieser dieser Wulst an Arbeitskräftigen gerade ins Rentenalter kommt. Das heißt, mit jedem Jahr sind weniger Leute, die arbeiten können und die Kinder kommen nicht nach. Das heißt, der, der, der chinesische Kollaps hat begonnen, der demografische. Es gibt ja Berechnungen, dass Ende des Jahrhunderts nur noch 500 Millionen Chinesen übrig sein sollen. Wie weit es stimmt, wer, wer, wer kann das schon wissen? Und eine Diktatur hat vielleicht auch andere Möglichkeiten, noch auf die Demografie Einfluss zu nehmen. Aber zumindest aktuell sind es so Berechnungen. Und das heißt natürlich ja, wenn, wenn all diese Probleme zusammenkommen, dann schließt sich irgendwann ein Fenster, in dem man zu Abenteuern in der Lage ist. Allerdings müssen wir natürlich so sehen, dass China durch die Ein-Kind-Politik einen kleinen Cheat-Code hat, wenn man so will. Denn die Chinesen haben massenhaft Mädchen abgetrieben, um weil sie wollten, wenn sie nur ein Kind haben dürfen, soll es wenigstens ein Junge sein, so ein, ein Missverhältnis der Geschlechter ein überproportionales ist. Die Zahl ist, glaube ich, 70 bis 90 Millionen Männer seien ohne Partnerin. Und dann haben wir einen Ju ein, 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 ein Kriegsindex, wenn wir so wollen, nach Gunnar Heinz sohn äh, ein künstlich erzeugten. Gunnar Heinz sohn hat in Söhne und Weltmacht, Vorgerechnet, dass besonders viele Kinder eine Wahrscheinlichkeit zum Krieg bedeutet. Er hat zum Beispiel vorgerechnet, dass Cortés oder sowas habe, ich weiß nicht, fünf, sechs Brüder gehabt, der Conquistador. Und dass, dass es daran liegt, dass die Spanier zu einer Zeit zu so viel Kinder hatten, das hat es ihnen ermöglicht, die Welt zu erobern. Das hat auch bedeutet, dass irgendwie der Bauernhof bekommt der älteste Sohn den Hof und dann sind sechs Söhne übrig und mit denen weiß man nichts anzufangen, aber im Krieg können sie irgendwie Großes erreichen, also ziehen sie in den Krieg. Und China könnte man jetzt argumentieren, hat das sozusagen sich durch diese Abtreibungspolitik erreicht. Denn wenn man zig Millionen Männer hat, die keine Chance haben, eine Partnerin zu finden, dann sind die vielleicht auch eher bereit, auf Raubzug zu gehen, wenn man so will, und sind daher eher bereit, in einen Krieg zu ziehen, um so wenigstens an, die, an den Ruhm und den Wohlstand zu kommen, der ihnen dann doch noch irgendwie die Gründung einer Familie ermöglicht. Das wäre theoretisch noch ein Faktor, der da auch noch eine kleine Rolle mitspielen könnte. Aber prinzipiell gibt es diese Argumentation, die Sie hier nennen, dass Chinas Zeitfenster, wo es den vollen Handlungsspielraum hat, dass das enger wird. Andererseits, wie gesagt, wir haben es mit einer Diktatur zu tun, die aktuell wohl ziemlich gut die Kontrolle hat. Die kann mitunter auch die Realität sich ein Stück weit zurechtbiegen. Um, um einen Handlungsspielraum zu haben, auch bei ungesunder Demografie. Von daher würde ich mich nicht darauf verlassen, aber die Argumentation kenne ich. Herbert Thun, ähm, kann ein Einzelner den Weltenlauf ändern? Immer, immer. Ähm, da kennen wir sehr viele, die es getan haben, ob das Jesus ist, ob das Augustus ist, ob das... Äh, Hannibal ist oder ob das Alexander der Große ist, ob das Mohammed ist oder Wilhelm der Oberer oder Christoph Kolumbus oder US-Präsident Wilson oder Roosevelt oder Hitler oder Gorbatschow. Ja, ja. Ein Einzelner kann den, den Weltverlauf verändern. Immer. Er muss halt an die, in die Machtposition kommen. Aber das kann er ja. Theoretisch zumindest. Das kann natürlich nicht jeder. Welchen Vorteil haben Demokratien im Kriegsfall? Autoritäre Staaten wie Russland scheinen ja schneller und direkter reagieren zu können als wir. Und die USA-Hilfen sind blockiert. Gute Frage. Hätte die Sowjetunion als Demokratie den Krieg im Zweiten Weltkrieg fortgeführt, bei diesen Verlusten, die sie erlitten haben? Andererseits hätten sie diese Verluste erlitten, wenn es eine Demokratie gewesen wäre. Denn wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass Stalin völlig versagt hat in der Vor Z Vorlauf des Unternehmens Barbarossas, des Überfalls auf die Sowjetunion, völlig versagt hat, dass die schweren russischen Verluste an mehrerlei Hinsicht auf ihn zurückfallen, von Haltebefehlen über ein Abschlachten der Generalität. Ähm, wenn wir uns anschauen, dass tu Tuchaschewsko, nee, wie er? Tuchaschewski? Tuchaschewski, glaube ich, gilt als, als grandioser Militärführer. Den hat er erschießen lassen. Den hat er hinrichten lassen. Ähm, hätte er seine stalinistischen Säuberungen nicht durchgeführt, hätte er ein deutlich kompetenteres Offizierskorps gehabt, was deutlich besser hätte gegen die Nazis kämpfen können. Also es ist der Vorteil der Demokratie ist, dass er transparenter ist und wahnwitzige Aktionen nicht, nicht in ähm, schwerer möglich sind und Konsequenzen nach sich ziehen. Ein, ein Winston Churchill, der sich verhält wie Hitler, in der Kriegsführung wird abgesetzt. Ein Hitler konnte weitermachen. Das heißt, ich denke schon, dass die Diktatur Vorteile hat in dem Kriegsfall, aber sie hat auch Nachteile. Und wenn wir uns anschauen, ist es keineswegs ein historisches Faktum, dass die Diktaturen gegen Demokratien gewinnen. Ich habe keine Ahnung, ob man jetzt eine Statistik nehmen könnte, dass die Wahrscheinlichkeit zu siegen so und so viel ist, wenn man eine Diktatur ist und so und so viel, dass eine Demokratie ist. Das wäre theoretisch wohl zu berechnen. Das weiß ich nicht, ob die Wahrscheinlichkeit zu siegen höher ist. Aber wenn wir uns das 20. Jahrhundert anschauen, dann würde ich nicht sagen, dass es ein Automatismus ist, dass eine Diktatur per se besser sei. Wie gesagt, ähm, Winston Churchill hat es geschafft, dass er die, die Briten im Krieg gehalten hat und zum Sieg geführt hat. Hitler hat als Diktator wie den einfluss genommen auf die deutsche kriegsführung in, in einem negativen in einer teilweise zumindest sehr negativen art und weise wobei es auch zu kurz gedacht ist hitler alle schuld zu geben das ist ja die alte die alte redensweise der offiziere in ihren Erinnerungen, dass sie immer die Genialen waren und Hitler alles kaputt gemacht hat. Ganz so ist es mit der modernen Forschung auch nicht mehr in Einklang zu bringen. Aber Sie wissen, worauf ich hinaus will. Also ich würde nicht sagen, dass es per se ist, dass automatische Staaten besser sein darin. Sie können schneller reagieren, sie können äh, aktiver reagieren, aber die Demokratie hat inhärente Vorteile, die in einem Konflikt, dem sie sich ernsthaft verpflichtet fühlt, ebenfalls wirken. Das ist halt der andere Punkt. Eine Demokratie wird, mit einer Demokratie wird ein Krieg. Schwerer zu führen sein, den das Volk nicht unterstützt. Wenn wir uns anschauen, wie lange die Portugiesen beispielsweise in, ihrer, mit in ihren Kolonien sich halten konnten, die haben sich gehalten bis zur Nathan-Revolution. Bis Salazar, glaube ich, war es, abgesetzt war, bis er, bis, oder bis er gestorben war. Das heißt, die, die portugiesische Diktatur, der Estado Nuevo, hat es geschafft, an Mosambik, an Angola und so weiter festzuhalten während die anderen all ihre Kolonien verloren hatten. Und dann kam die, die Demokratie nach Portugal und die, die portugiesische Bevölkerung hat gesagt, warum zum Teufel sollen wir unsere Soldaten opfern für Kolonien? Ähm, da sehen wir, dass, dass die, die Diktatur weitermachen konnte weil die Bevölkerung es nicht unterstützt hat. In dem Moment, wo es zu einer Demokratie überging, konnte die Diktatur nicht mehr, konnte das Land den Krieg nicht mehr weiterführen. Das kann man aber auch, auch sagen, das ist ja ein Vorteil. Denn ein Krieg, der von der Bevölkerung nicht gestützt wird, den, warum sollte man den überhaupt führen? Das muss man ja ernsthaft fragen dürfen. Also ich denke, es, ist, es ist, hat Vor- und Nachteile. Ich würde nicht sagen, dass eines per se besser ist, aber ich würde nicht sagen, dass die Demokratie im Krieg Per se schlechtere Chancen hat. Das würde ich ganz klar nicht sagen. Ich denke, da, da kann man, das das, das das hat die Geschichte nicht bewiesen, dass Demokratien per se schlechter seien. Erwig, nicht vergessen, abonnieren, liken, kommentieren, Privatkanal abonnieren, Extraskanal abonnieren, Gaming-Kanal abonnieren, Hoplofil abonnieren, Wertewesten abonnieren, im Shop vorbeischauen, Holy trinken und Siekrieg grüßen. Alles klar, Erwig, vielen lieben Dank. Danke für die Unterstützung und Sigrid ist nicht mehr da. Sonst äh, könnte ich ihn wieder einblenden. Dankeschön. Sollte die NATO an ihrer Grenze bzw. darüber hinaus eine Sicherheitszone einrichten und demonstrativ alle russischen Raketen und Marschflugkörper abschießen, die sich der Grenze nähern? Ich wäre. Das, ist, das Problem ist, dass man dann, ist das, was, was im Englischen Slippery Slope genannt wird. Man begibt sich, man greift effektiv ein und es kann weiter eskalieren. Aber. Ich würde es unterstützen. Und es halte es auch für gerechtfertigt. Die, die Rumänen haben wie viele Drohnen jetzt schon auf ihrem Territorium gefunden? Sechs oder sieben? Die Polen haben mehrfach ihren Luftraum verletzt gehabt. Dass die sagen, wenigstens eine fünf- oder zehn-Kilometer-Zone. Die müssen ja nicht aktiv in den Krieg eingreifen und Lemberg und Odessa schützen. Das muss man ja nicht tun. Das könnte man, wenn man es wollte. Aber aus Eigenschutz zu sagen, wir haben lauter Ortschaften an der Grenze. Hier. Chilia-Vece. Wenn die Russen den Hafen in, in Chilia angreifen, dann, dann gibt es keine Vorwarnzeit. Für die Rumänen ist es nicht vermeidbar, dass eine Drohne, die, die ähm, den Hafen hier anfliegt, die Ortschaft trefft und Rumänen töten kann. Und da. Bewiesen ist, dass die russischen Drohnen nicht genau und nicht zuverlässig genug sind, dass sie nie rumänisches Territorium be betreten, würde ich es für absolut vertretbar halten, wenn die Rumänen hier und hier einen Gepard hinstellen und alles abschießen, was in diesem, in diesem Bereich auftaucht. Das wäre nachvollziehbar. Wie gesagt, wie weit man eingreifen will, dass man das auf Kampfflugzeuge erweitert, dass man das auf, auf ein, mehr als einen Sicherheitsbereich erweitert. Mein Lemberg ist wie weit weg von der, der polnischen Grenze? Ja, es wäre in Reichweite der Patriot. Jetzt könnte man natürlich anfangen, Lemberg damit effektiv zu schützen. Ob man diesen Schritt gehen will, sollte man sich sehr gut überlegen. Aber zu sagen, eine 10-Kilometer-Zone, alles was da reinfliegt, wird abgeschossen, halte ich für vertretbar. Ähm, würde ich persönlich auch. Ähm, hätte ich kein Problem mit. Man geht immer ein gewisses Risiko damit ein. Aber die Russen haben oft genug bewiesen, dass ihre Waffen nicht zuverlässig genug sind. Und als Staat, als polnische Regierung sehe ich, also sagen wir mal, ich wäre polnischer Regierungschef, würde ich mit dem Militär reden und sagen, sollen wir das machen? Ich würde es eindeutig in Erwägung ziehen. Denn ich würde sagen, warum, ich würde auch dem russischen Botschafter sagen, wenn eure Waffen zu schlecht sind, nennt mir einen Grund, warum ich polnische Leben riskieren soll. Werden wir nicht machen. Wir schießen es ab, wenn es auf 10 Kilometer sich der Grenze nähert. Halte ich für vertretbar. Dass es nicht ohne Risiko ist, ist klar. Aber ähm, das Risiko halte ich für vertretbar. Welche Aussichten hat Putin überhaupt, die Ukraine selbst im Falle eines Sieges dauerhaft zu kontrollieren? Das ist halt die Frage, wie weit, er, wie weit er vorrückt schon mal. Und denn die Sympathien für eine russische Besatzung sind sicherlich in Odessa höher als in Lemberg. Ich will nicht behaupten, dass Odessa eine russische Stadt sei. Wir dürfen nicht vergessen, dass das ganze Vorlaufzeit jetzt hat. Das ist ein völlig anderes Thema, ob Odessa sich Russland anschließt, 2014 als 2024. Denn seither wird von beiden Seiten massiv Propaganda betrieben. Seither gab es Unterdrückungsmaßnahmen von beiden Seiten. Es gab riesige pro-ukrainische Demonstrationen in, Kharkiv, äh in in Donetsk. Wie viele von denen, die damals demonstriert haben, sind überhaupt noch in Donetsk? Die sind ja geflohen, in weiten Teil. Das heißt, ähm, das sollte man nicht falsch verstehen, aber wir haben sicherlich noch Sympathien für Russland in Odessa. Die sind auch anders seit Kriegsbeginn. Das ist eine Geschichte zu sagen, ja, eigentlich wäre es nicht schlecht, ich spreche Russisch, ich fühle mich eigentlich schon eher als Russe, wäre nicht schlecht, wenn die Russen mich, ich hätte kein Problem damit, von Moskau regiert zu werden, das ist eine Geschichte. Aber es ist eine andere Geschichte, diese Position zu vertreten, nachdem butscha passiert ist, nachdem die Massaker in all diesen anderen Orten passiert sind, nachdem in Odessa ständig Raketen und Drohnen einschlagen. Das ist natürlich eine andere Geschichte. Aber das bedeutet dennoch, dass es dort Sympathisanten und Überläufer geben würde. Die mögen nur 5% sein. Aber 5%, die ich aus der lokalen Bevölkerung ziehen kann, als Informanten, als Hilfspolizisten, als Verwaltungspersonal entlastet mich schon mal. Und die Zahl der Sympathisanten in Odessa ist naturgemäß höher als die in Lemberg. Das heißt, wenn Russland Lemberg besetzen will, hat es nicht nur viel größeres Gebiet zu kontrollieren, sondern auch viel feindlicher gesinntes Gebiet. Das ist der erste Punkt. Der nächste Punkt ist, Russland hat ja Listen, die wurden ja abgearbeitet. Das sieht man ja in, Kharkiv, äh, in, in Kherson zum Beispiel. Dass sie Listen hatten mit Nationalisten, mit, äh, mit Ukrainern, die Kiew treu sind, die abgearbeitet werden, die filtriert werden, die gefoltert wurden, die hingerichtet wurden. Ähm, dafür werden Leute fliehen. Und jeder, der die Russen als den Teufel ansieht, der haut ja ab. Also ich würde nicht, ich würde vielleicht vorher kämpfen, aber wenn, wenn der Kampf vorbei ist, wenn ich weiß, die Russen besetzen jetzt mein Land, dann würde ich wahrscheinlich Fersengeld geben, wenn ich es kann. Das heißt, auch das erleichtert es wieder. Das ist wieder. Hängt wieder von unterschiedlichen Dingen ab. Wie, ist die, wie gut bereiten sich die Ukrainer auf einen nachhaltigen Widerstand vor? Wir haben von Militopol immer gehört, dass dort die Partisanenaktivität hoch war, aber da hört man eine Weile nichts mehr. Das heißt nicht, dass da nichts mehr passiert, aber das kann auch sein, dass die meisten Partisanen inzwischen geschnappt wurden und das also nur vorübergehend war. Das heißt, hier gibt es viele, viele Punkte, die, die eine Rolle mitspielen, die es so einfach eine Beantwortung nicht ermöglichen. Aber wenn wir zusammennehmen, dass die Russen eine Liste haben, die sie abarbeiten werden, mit Leuten, die ihnen wahrscheinlich Probleme bereiten. Und an diese Listen können sie ja kommen. Sie können irgendwelche Mitgliedslisten in Parteien hacken. Sie können äh, heute gibt es Bilderkennungssoftware. Da stehen Fotografen bei irgendeiner pro ukrainischen Demonstration. Die Russen hauen das in eine Software rein und haben eine gute Chance, jeden zu identifizieren, der auf den Bildern zu erkennen war. Und wenn der, wenn, sie, wenn der dann in ihre Finger gerät, dann geht der durchs Filtrierungssystem. Das heißt, all diese Maßnahmen können die Russen betreiben und damit natürlich eine, eine Okkupation anschließend ihnen sich erleichtern. Ob sie es nachhaltig können, nachhaltig genug, ist die Frage. Aber wie gesagt, zumindest für den Moment scheinen sie ja das besetzte Gebiet zu mehr oder weniger kontrollieren zu können. Wenn es größer wird, wird es natürlich größere Herausforderungen haben. Aber wenn, dann, wenn an der Front nicht mehr aktiv gekämpft wird, kann man das Militär zumindest in Teilen dafür benutzen. Das ist natürlich eine andere Geschichte. Was benötigt Australien Panzer, Thorsten Fritz? Äh, danke erstmal für die Unterstützung. Australien will eine vollständige Armee haben und zu der gehören Kampfpanzer. Und Australien ist ein Kontinent, der verteidigt werden muss, sollte jemand über eine Invasion nachdenken. Und ansonsten ist Australien, enger Verbündeter der USA und hat diese mehrfach unterstützt bei militärischen bei Konflikten. Die waren in Vietnam dabei, die haben im Golfkrieg mitgekämpft. Die Australier haben den Briten geholfen in der, in der Malaya-Krise, wo die, die Indonesier versucht haben, Malaysia. War das die Malaya-Krise? Also auf jeden Fall haben sie den Briten geholfen bei dem kommunistischen Aufstand in Malaysia und sie haben den Briten geholfen bei den indonesischen Versuchen, sich Borneo in Gänze in, unter Nagel zu reißen. Das heißt, die Australier haben mehrfach schon in, in, auch nach dem Zweiten Weltkrieg gekämpft. Und wenn ich ein Militär habe, was, was es als realistisches Szenario ansieht, unter gewissen Umständen kämpfen zu müssen, und ich kann es mir leisten, dann habe ich natürlich Kampfpanzer. Also es ergibt absolut Sinn, für die Australier Kampfpanzer zu haben. Clemens Speer berichtet von 65 F-16 für die Ukraine. Sind das neue Lieferungen oder nur bereits bekannten? Ähm, meines Erachtens waren es doch weniger. Ich habe auch die 65. Das ist das, was die USA gerade als, als Erlaubnis abgegeben haben. Ich habe es im Lagebericht genau diese Zahl genannt. Das ist das, was die USA jetzt gestattet haben. Anlieferungen. Genau. Und Australien braucht Panzer, falls die EMOs wieder angreifen. Denn Australien hat einen Krieg gegen die EMOs geführt und ihn verloren. Wie wird sich die Beziehung zwischen Russland und China entwickeln? Ähm, interessant. Ich arbeite gerade an einem Skript zu einem Video, von daher werde ich mir das nicht spoilern. Aber ähm, die Frage ist gut, denn das ist keineswegs so einfach zu beantworten und keineswegs so offensichtlich. Erwig und der 13. monatliche Adblocker-Ausgleich. Vielen lieben Dank, Erwig. Dankeschön. Wenn Russland den Ukraine-Krieg als existenziell bezeichnet, könnte das daran liegen, dass ein geschwächtes Russland durch China ausgebeutet werden könnte. Stichwort Süßwasserreserven, äußere Manscherei. Auch hier wieder geht es schon wieder in eine gute Antwort. Ähm, aber das kann ich zumindest schon mal spoilern. Das Kräfteverhältnis zwischen Russland und China hat sich seit 2022 drastisch verschoben. Russland ist auf dem Weg, ein... Vasallenstaat ist vielleicht zu viel gesagt, ist zu viel gesagt. Aber das ist keine Beziehung auf Augenhöhe mehr. Absolut nicht. Beide Seiten tun noch so, aber in der Realität ist es keine Beziehung auf Augenhöhe mehr. Und das wird die Beziehung erheblich verkomplizieren zwischen beiden Staaten in der Zukunft. Hier Roshi the Dog, vielen lieben Dank für fünf verschenkte Mitgliedschaften. Sehr freundlich von Ihnen, danke. Und mich hat. Mich hat Fuzzy darauf hingewiesen, dass die Frage zu den deutschen Schahid irgendwie hätte missverstanden, dass die vielleicht so gemeint gewesen sein könnte, dass Solardrohnen in der Luft kreisen. Zumindest sehe ich das als mögliche. Mögliche Erklärung. Und das schreibt er, hat er mich darauf hingewiesen: der längste Test war eine Solardrohne, die 28 Tage am Stück in der Luft geblieben ist, aber die hatte nur 25 Kilo Nutzlast. Also, um, um sozusagen atomar bestückte Drohnen in der Luft kreisen zu lassen, für den Fall der Fälle, ist auch kein realistisches Szenario, falls das damit gemeint war. Folgefrage. Dass es nicht mehr so unblutig wird wie im 17. und 18. Jahrhundert, steht außer Frage. Ich zielte mir darauf ab, dass es wieder scheint, dass es scheint, scheinbar wahrscheinlich, wieder akzeptabel zu werden, dass es scheint wieder akzeptabel zu werden, okay. Mit Gewalt zu verschieben, Grenzen mit Gewalt zu verschieben, ja. Also, sie, sie zielen darauf ab, dass es wohl wieder akzeptabel ist, Grenzen mit Gewalt zu verschieben. Das wird ein Stück weit dieser Krieg mitentscheiden. Ich würde sagen, das ist noch nicht geschriebenes Kapitel oder es ist nur zur Hälfte geschrieben. Das ist noch nicht abschließend beurteilt, können wir noch nicht abschließend beurteilen, aber es wirkt gerade so. Denn erneut, wir haben darüber geredet, ob nicht Venezuela sich Guyana zu zwei, zwei Drittel notfalls militärisch einverleibt. Und vor einem halben Jahr war ernsthafte Sorge in Beobachtern weltweit, ob, ob Äthiopien einen Angriffskrieg gegen Eritrea durchführt, um einen Hafen zu erobern. Das war vor zehn Jahren nicht denkbar. Vielleicht liegt es auch an, deren, an der Regierung in Äthiopien, aber das war zumindest davor nicht denkbar. Und hier sehen wir, dass sich das verändert. Die Welt verändert sich. Und natürlich, wenn Russland damit durchkommt, dann war das nicht der letzte Eroberungskrieg, der geführt wird. Das ist, das ist bedauerlicherweise völlig klar. Shorty GSI, GZ-Gebühr bzw. Poolfliese Nummer 33. Vielen lieben Dank. Stoltenberg heute, die Ukraine braucht jetzt Luftabwehr, Munition und Hilfe. Warum tut sich nicht endlich was im Westen? Die USA wollen nicht helfen. Und erneut, das ist nicht nur Schuld der Republikaner. Biden hätte viel, viel mehr tun können. Er hat die, den Landlease meines Wissens komplett ungenutzt verstreichen lassen. Ungenutzt die Ukraine äh, Zelensky sagt glaube ich er bräuchte was 15 Batterien Patriot fürs gesamte Land die Produktionskapazitäten sollen wohl mehr oder weniger ausgereicht haben das hätten die USA diese 2022 bestellt sie heute ausgeliefert werden die U USA haben auch unter beiden nicht im Ansatz getan, wozu sie in der Lage gewesen wären, noch nicht einmal in, in defensiver Art und Weise. Das muss man klar sagen. Das ändert nichts daran, dass die Republikaner, und das habe ich auch schon gesagt, ich, ich kann den Republikanern zugestehen, Wahlkampf zu machen, aber der, meine Geduld ist abgelaufen. Das heißt, ich will die hier nicht irgendwie so tun, als ob Biden schlimmer sei oder sowas. Ich halte beide für, für unverantwortlich. Aber dann kommen wir halt zu dem Punkt, dass wir sagen: Okay, ähm, schauen wir uns mal die Wirtschaftsleistungen in Europa an. Die EU ist jetzt, ist, ich weiß nicht jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber war zumindest zeitweise, hatte die EU eine größere Wirtschaftsleistung als die USA, vermutlich noch in, inklusive der Briten. Aber wenn, dann ist die EU knapp dahinter. Wenn wir die, die europäischen Staaten, die an Seite der Ukraine sind, nehmen, die auch außerhalb der EU sind, zum Beispiel Norwegen, zum Beispiel Großbritannien, dann ist die Wirtschaftsleistung vermutlich auf amerikanischem Niveau unter höher. Und der, die Ukraine, wenn ich auf den Globus schaue, mache ich das jetzt mal als dramatische Geste, dann ist das hier irgendwie näher an der Ukraine als das hier. Also, dieser Teil der Welt muss endlich mal kapieren, dass der Ukraine-Krieg in Europa stattfindet, nicht am anderen Ende, Ende der Welt. Und wenn die Amerikaner unverantwortlich handeln, dann ist es kein Grund, wie, wie, wild, wie Hühner gackernd im Kreis zu laufen sondern wäre es an der Zeit, die Ärmel hochzukrempeln. Denn, denn es hilft überhaupt nichts, wenn der Krieg, die Ukraine den Krieg verliert und die Europäer sagen können, die Amis sind schuld, weil sie nicht geliefert haben. Die Europäer könnten den Krieg entscheiden. Jetzt ging es darum, der Ukraine die Niederlage zu verhindern, anderthalb Jahre lang, während die eigene Rüstung hochfährt, aber dann ist man dazu in der Lage. Europa hat leistungsfähige Rüstungsindustrien. Die meisten europäischen Staaten haben Rüstungsindustrien. Wenn die sich zusammentun, kann Europa der Ukraine alleine, ohne amerikanische Hilfe, den Krieg wahrscheinlich ermöglichen. Luftwaffe könnte es ein bisschen schwierig werden, weil die Produktionszahlen für Eurofighter, äh, für Eurofighter und Rafale zu gering sind. Und die Gripen zum Beispiel benötigten amerikanisches Triebwerk. Wenn die Amerikaner sich dort weigern sollten, dann wäre das aussichtslos. Wobei die Amerikaner das Hauptproblem zu sein scheint, dass nicht bezahlt wird. Das kommt dann noch hinzu. Das heißt, die Europäer haben nicht nur selber eine leistungsfähige Rüstungsindustrie, sie können auch Waffen aus den USA kaufen. Denn wir wissen, dass zum Beispiel Donald Trump sehr gerne Waffen verkauft hat. Das heißt, selbst wenn er, ihm die Ukraine egal ist, wenn die Europäer Großaufträge an die amerikanische Rüstungsindustrie abgeben, dann wird es auch einen Donald Trump absegnen. Und so wie es wirkt, fast mehr als ein Joe Biden, der häufig wohl nicht geliefert hat, obwohl er gekonnt hätte, aus politischen Gründen. Das heißt Europa muss aufwachen und die Zügel in die Hand nehmen. Es hilft überhaupt nichts, wenn man auf die Amerikaner zeigt und sagt, Biden hätte so viel mehr liefern können, die Republikaner sind zu böse und verhindern Lieferung. Das hilft gar nichts. Hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Ist der alte, ist der alte das alte Sprichwort und die die Europäer, die Deutschen, die Franzosen, die Briten und all die anderen Staaten die drei tun ja so, als ob sie verstanden hätten. Polen, die Balten und so weiter, all die anderen Staaten können für sich der Ukraine den, den Sieg ermöglichen, wenn sie die entsprechenden Maßnahmen ergreifen. Aber da muss halt, da muss halt dann die, die Produktion der César nicht nur verdoppelt werden, aber dann, sondern die französische Regierung muss diese auch bezahlen und nicht sagen, okay, wir verdoppeln die Produktion, aber wir zahlen zwölf der Geschütze und wir brauchen jemanden, der es uns sonst bezahlt. Wenn die, wenn die, die Letten 2 bis 3 Milliarden an, an Euro an Grana, für, für Granaten brauchen, dann kann nicht herumgesammelt werden und hier gibt mal einer 50 Millionen und dort mal einer 100 Millionen, sondern muss eine der Industriestaaten einfach sagen, okay, wir zahlen Das ist kein, kein der, Die Ernst der Lage. Der ernst der, die, die, es muss verstanden werden innerhalb Europas, wie ernst die Lage ist. Wir reden nicht darum, dass... Ein Fußballstadion gebaut werden soll. Oder ein. ein Hier geht es um, um, um Leben und Tod. Hier geht es um Krieg. Und dann geht es mit den Konsequenzen für Europa, die aus einem Krieg entstehen. Das sollte die wichtigste Priorität in allen europäischen Hauptstädten sein, denen das Allermeiste nachgeordnet wird. Aber das ist halt aktuell nach wie vor nicht der Fall. Und wenn die Europäer irgendwann mal aufwachen und es dann nicht zu spät ist, dann können sie noch entscheiden. Also das wäre das, was ich sage. Europa muss einfach endlich mal anfangen zu kapieren, dass die, dass die Lage ernst ist, dass es ein europäischer Krieg ist, dass die Amerikaner uns Europäer nicht den Hintern retten werden, sondern dass die Europäer es können, es müssen, aber eben auch es können. Und wenn das passiert, dann, dann wird sich auch was tun. Und das muss halt noch passieren. Ist abzusehen, wann die Ukraine endlich wieder größere Mengen Waffen und Munition geliefert bekommen? Nein. Wenn die Amerikaner zustimmen, weil eben die Europäer zwar in Teilen die Produktion erhöhen und teilweise auch nicht unbedeutend. Denn die, die Produktion von Rheinmetall wird größer sein als die US-Granatenproduktion. Das ist zumindest der Stand, den ich jetzt im Kopf habe. Das heißt, Deutschland oder zumindest Rheinmetall stellt ja nicht nur in Deutschland her. Rheinmetall wird den, den Ukrainern in absehbarer Zeit mehr Granaten liefern können als die USA. Aber was, was Großgerät angeht, ist das halt nicht der Fall. Die USA können 200 Schützenpanzer so liefern, weil sie sie im Depot haben. Ja, okay, vielleicht müssen sie aufbereitet werden. In europäischen Depots ist fast nichts mehr. Das heißt, es wird alles davon abhängen, wann der Kongress wann sich der, der Sprecher des Repräsentantenhauses endlich dazu bequemt, die Abstimmung anzusetzen. Davon wird es erstmal abhängen. Aber wie gesagt, das geht jetzt auch um die Schnelle. Wenn es um Artillerie-Munition geht, hätte man mit den Tschechen und den Letten schon für eine gute Menge sorgen können, dass die, sich die Lage mal ein Stück weit entspannt. Und so wie es aussieht, ist zumindest das Geld noch immer, gerade für beide Lieferungen, nicht da. Dann sind wir wieder beim alten Thema. Also... Die Lage wird schlagartig besser werden, sobald der Kongress in den USA es entschieden hat, aber das sollte nicht als Dauerlösung verstanden werden. Mladen Milova, Milovanovic. Liken, kommentieren, teilen, hab gehört, soll gut für den Algorithmus sein. Patriotische Grüße. Grüße zurück. Dankeschön. Danke für die Unterstützung. Gibt es keine Möglichkeit, die Gleitbomben im Flug zu ordnen und abzufangen? So eine FAB-Bombe mit Flügeln sollte doch im Radar auftauchen und ein Gepard die abschießen können oder nicht? Ja, irgendjemand hat mal was dazu geschrieben. Fuzzy tippt gerade wieder, der wird mir gleich äh, irgendwas, genau. Sollten auf einem Radar nicht in voller Entfernung sichtbar sein, aber so 20 Kilometer auf jeden Fall. Die sind nur, nur sind die im Verhältnis zu einem Flugzeug echt winzig. Das Treffen wird ein Problem, nicht das Sehen. Die Radarrückstrahlfläche ist relativ gering, gerade von vorne, wenn sie auf was zufliegt. Und die Radar, die sind zwar nicht Stealth-Flugzeuge, aber sie sind winzig. Ich meine, was hat eine 250-Kilogramm Bombe für einen Durchmesser? So, irgendwie in der Größenordnung. Und dann Flügel und Flügel sind nach vorne ja auch eher dünn. Also natürlich. Und Fassi ist, war, glaube ich, sogar Radarmann in der Bundeswehr. Also der, der weiß, wovon er redet. Der Gepard kann ihn auf jeden Fall, kann der die Gleitbombe auffangen in, in seinem Bekämpfungsbereich, sollte er in der Lage sein. Also auf drei bis vier Kilometer. Äh, treffen, sagt er richtig. Andererseits muss man eine Gleitbombe, die muss man nicht zerstören. Wenn man der den Flügel zerschlägt, dann schlingert die, fängt die an zu schlingern und stürzt ab. Das Problem ist halt, dass man nicht genug Geparden hat, um die an, entlang der Front aufzustellen und vor allem, wenn sie dann Verluste erleiden, auch laufend zu ersetzen. Die Ukraine hat wie viele Geparden gerade? 50 oder 60? Möglicherweise zwei verloren oder zumindest zwei, drei beschädigt. Aber sie hat definitiv nicht genug, um die entlang der gesamten Front zu lassen. Und das ist ja das Hauptproblem. Wenn ich die Frontstellung mit FAB einebene, dann muss direkt an der Front die Flak stehen. Die kann nicht zehn Kilometer hinter der Front stehen. Wenn die Russen die Gleitbombe einsetzen auf Frontstellungen, wie gesagt, wir haben gerade eine Schilke, hat glaube ich zwei oder drei Kilometer Reichweite. Wie nah soll denn die an den Schützengräben vorne stehen, dass die wirken kann? Das geht also gar nicht. Das ist eher das Problem, dass ich in den Gepard nicht lange, zumindest nicht lange, zwei Kilometer hinter der Front stehen lassen kann. Denn wie weit die Gepard-Kanone reicht, auch da gibt es wieder, das klingt dann, was ist die effektive Reichweite und die tatsächliche, ist immer so ein bisschen Unterschied. Aber selbst wenn wir optimistisch mal fünf Kilometer annehmen, dann heißt es, dass der zwei, drei Kilometer. Hinter dem Grämen hinter dem Ziel stehen muss. Nicht, nicht weiter entfernt. Denn der muss es ja abschießen, bevor es einschlägt. Also braucht er Zeit dafür. Das ist unrealistisch. Kann, er, kann ein Gepard, kann es Schilka ihn theoretisch bekämpfen? Theoretisch ja. Aber kann sie dort positioniert werden, wo sie es kann? Das ist das größere Problem. Und ähm, schultergestützte Fliegerabwehrwaffen sind nutzlos, weil die kaum Wärmesignatur haben. Sollten zumindest nutzlos sein. Das heißt, das Effektivste ist das Abschuss, der Abschuss der Flugzeuge. Aber ja, das ist das Effektivste. Radartechniker war er. Ja, Danke. Sauerkrautsaft. Hallo Heinrich, Sie sind für mich die Nummer-1-Quelle zum Thema Ukraine. Sie lagen immer richtig mit Ihren Einschätzungen. Nö, lag ich nicht. Äh, ganz sicher nicht. Und liefern dazu viele Militärdetails. Frage, warum stürmt die Infanterie ohne baltische Schilde gegnerische Gräben? Äh, Ach, ballistische Schilde wahrscheinlich. Ähm, die sind für Militärwaffen nicht geeignet. Ähm, Militärmunition hat andere hat, ist normalerweise anders als zivile. Das heißt, was Sie als Sportschütze kaufen können und damit wahrscheinlich als Krimineller ist in der Regel nicht mit den gleichen Projektilen ausgestattet. Da ist zum Beispiel, es gibt Wolframkernmunition, die panzerbrechend ist. Die hat das Fünffache an Durchschlagskraft oder sowas von einer einfachen Bleikugel. Also häufig hat man ja einen Kupfermantel um eine Bleikugel herum. Die hält relativ viel auf. Aber wenn ich schon, schon wenn ich nur eine Stahlkugel nehme oder einen Stahlkern mit Bleimantel darum, ist die Durchschlagskraft erheblich höher. Das heißt, wenn der Soldat mit dem Schild in den Graben hineinrennt, ist er tot, weil ein militärisches Maschinengewehr mit der militärischen Munition wahrscheinlich einfach durchsägt. Die kann nicht dicht genug sein. Aber dann das nächste Problem ist es, der Soldat, der Polizist, rennt zwar mit dem Schild herum, aber der kann nur noch eine Pistole tragen. Das heißt, seine eigenen Kampffertigkeiten sind gegen einen, der über Handgranaten, Panzerfäuste, Maschinenwaffen verfügt. Völlig unzureichend. Und das nächste ist es, dass ein Graben, die, die, das Gelände, sehr unwegsam ist. In dem Haus, wo, der, wo so ein Schild normalerweise zum Einsatz kommt, hat man gerade Böden. Man hat mal eine Treppe, okay. Aber man hat gerade Wände, gerade Böden. Da ist ein Schild, kann man an der Wand abstützen und so weiter. Mit Schützengräben, mit Gräben, mit Kratern und so weiter passt das alles nicht. Das heißt, die Munition ist, ist in der Regel dürfte die Munition einfach durchgehen. Militärische Munition geht in der Regel wahrscheinlich durch den Schild einfach durch. Dann ist der Boden nicht dazu geeignet und der Soldat ist im Kampf dann nahezu nutzlos. Und wenn wir das drei zusammennehmen, dann ergeben Schilde keinen Sinn mehr. Sie haben mal gesagt, Russland habe den Krieg bereits strategisch verloren, würden Sie daran festhalten? Ähm ich würde mich, ich würde es nicht, ich, ich sagen wir mal, ich kann es noch begründen. Aber glaube ich es noch voll? Das ist noch nicht geschrieben. Alles, was ich argumentiert habe, ist weiterhin korrekt. Aber es hat zum Beispiel sich gezeigt, dass, dass äh, manche Dinge weniger schwerwiegend sind. Ähm, dass Russland vom westlichen Markt sich abtrennt, dass Russland dem Westen in absehbarer Zeit kaum noch Kohlenwasserstoffe verkaufen wird, denke ich mal, können wir jetzt als gesichert annehmen. Aber zumindest für den Moment führt es noch nicht dazu, dass Russland in die Pleite geht ist es schlecht wenn man nicht mehr wenn man einen teil ein drittel der die hälfte der weltweiten wirtschaft nicht mehr als potenzielle kunden hat auf jeden fall aber das heißt nicht dass es ein, ein schlag ist den man nicht verkraften kann das heißt die grundargumentation warum russland den krieg strategisch bereits verloren hat denn wie gesagt hier müssen wir klar unterscheiden es gibt einen unterschied ob ich in der schlacht gewinne oder ob ich meine kriegsziele durchsetzen kann man kann einen krieg verlieren und ihn theoretisch trotzdem gewinnen das ist so eine Argumentation über Deutschland im Ersten Weltkrieg, dass Deutschland als einziges Land im Ersten Weltkrieg seine Kriegsziele erreicht hat, obwohl es bekanntermaßen den Ersten Krieg verlo Weltkrieg verloren hat. Denn Deutschland hat nach dem Ersten Weltkrieg keinen Zweifrontenkrieg mehr gehabt. Vor dem Ersten Weltkrieg war westlich das verfeindete Frankreich und östlich Russland. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es im Osten kein Russland mehr. Da waren Polen, die Tschechoslowakei, äh, da waren Ungarn. Rumänien und so weiter, da waren Pufferstaaten dazwischen. Das heißt, Deutschland war sicher vor einem Zweifrontenkrieg. Und damit kann man argumentieren, dass das Risiko eines eines Zweifrontenkrieges beseitigt war und Deutschland damit ein Kriegsziel erreicht habe. Das ist Legitim. Ich würde jetzt nicht Deutschland zum Sieger des Ersten Weltkriegs deswegen erklären wollen. Das heißt, man muss das da unterscheiden. Das war auch meine Argumentation. Russland kann den Krieg militärisch gewinnen, aber strategisch. Das heißt, wenn es darum geht, hat es seine Position langfristig verbessert. Hat der Krieg die russische Position verbessert? Habe ich gesagt, nein. Und wenn wir uns anschauen, es hat ein, die Ukrainer werden nicht plötzlich wieder Freunde sein. Russland hat spätestens 2022 dafür gesorgt, dass 90% Prozent der Ukrainer Todfeinde sind. Ähm, da kann es mit Propaganda dagegen wirken, bei allen, die es in die Finger bekommt und umerziehen und Kinderraub betreiben und im Land verteilen, damit die sich assimilieren müssen. Das ist also nicht zwingend, dass das dauerhaft in relevanter Größe ein Problem bleibt. Schweden und Finnland sind der NATO beigetreten. Die Grenze zur NATO hat sich, glaube ich, überverdoppelt. Das ist eindeutig eine strategische Niederlage dass die Finnen und die Schweden mit ihren kompetenten Militärs und ihren großen Reserven, gerade die Finnen, dass die jetzt im NATO-Bündnis sind und damit beim Krieg gegen die NATO auf einmal die gesamte -Nord Nordwestflanke offen ist, inklusive Severomorsk, die, die U-Boot-Basis, das ist eindeutig eine strategische Verschlechterung. Wirkt die alles schwer genug? Da kommen wir dann zu der Frage, was gewinnt Russland mit einem, mit einem militärischen Sieg? Das wäre dann das Gegenargument. Wenn Russland anschließend zum Dnipro vorrückt, das wäre eine sich anbietende natürliche Grenze, wenn Russland den Krieg gewinnt, wenn es dieses Gebiet sich annektieren kann, hat es seine Position in einem Maße verbessert, dass es diese Nachteile aufwiegt. Das wäre dann die Frage, hat es den Krieg strategisch verloren oder nicht. Denn natürlich hat Russland den Krieg gewonnen, wenn es, wenn es die Ukraine zwingt das alles hier abzutreten und vielleicht dazu noch irgendwie so diese bis Kremenschuk. Also noch, noch äh, das ist Saborischia, was ist das für eine, das ist Dnipro wahrscheinlich. Hier diese, diese drei Oblasten noch dazu. Wenn es die Ukraine zwingt, auf dieses Gebiet hier zu verzichten, hat es den Krieg unzweifelhaft gewonnen. In dem Sieg, in dem Friedensabkommen steht drin, die Ukraine bekommen zehn Oblasten. Nach normalen Maßstäben hat es den Krieg gewonnen. Hat es den Krieg aber strategisch gewonnen, hat sich seine strategische Position, also die langfristige Lage Russlands, die, wenn man so will, die Zukunftsaussichten Russlands, haben die sich verbessert? Und dann müssen wir uns fragen, haben sie die sich tatsächlich damit? Russland hat dann 10 Millionen, 10 bis 15 Millionen Ukrainer erbeutet, womit es seinen demografischen Verfall vielleicht etwas begegnen kann, wobei die, Demo, die Ukrainer eigentlich eine ähnlich schlechte oder sogar eine noch schlechtere Demografie haben als die Russen. Also aus rassistischer Sicht russischer Nationalisten hat man einen Sieg, weil man 15 Millionen äh, Weiße gewonnen hat, denn die sehen Kaukasier, Kaukasusbewohner, die Muslime dort, ich rede jetzt von den, den russischen Rechtsradikalen, die sehen die nicht als Weiße an, auch wenn die Hautfarbe weiß ist. Also aus dieser rassistischen Sicht hat, man, hat Russland gewonnen. Wahrscheinlich ist ein bisschen Industrie erbeutet worden. Man hat die, die Ölfelder, die Gasfelder, die hier schon entdeckt wurden und die noch vermutet werden, hat man gewonnen. Auch eine Verbesserung. Hat man, man hat Puffer äh, gewonnen. Man hat Gebiet gewonnen, das man als, als, als äh, strategische Tiefe gewinnen kann. Alles positive Ereignisse aus russischer Sicht. Gleichzeitig hat man den Westen aber jede Hoffnung auf eine Annäherung aufgehoben. Das heißt, der Westen hat sich sieht Russland als Feind sieht Russland nicht nur als Störenfried sondern als Feind wir reden inzwischen redet jeder zweite Verteidigungsminister davon dass wir uns auf Krieg mit Russland vorbereiten müssen ist das eine strategische Verbesserung Russlands also ich würde sagen klar nein die Militärbudgets steigen überall Deutschland ist aktuell oder war vor zwei Jahren in der Lage zwei Tage gegen die Russen zu kämpfen in zehn Jahren wird Deutschland in der Lage sein, monatelang gegen die Russen zu kämpfen und die Polen sind dann langsam in der Lage, die Russen zu besiegen. Das heißt, die, die strategische Lage aus militärischer Sicht hat sich verschlechtert. Was die Bündnis angeht, hat sich die Lage verschlechtert. Mit Polen und Finnland ist die Ostsee ein NATO-Meer geworden. Wenn wir all diese Dinge zusammennehmen, hat sich Russlands Lage dann mit einer Annexion dieses Gebietes hier verbessert oder nicht? Ich überlasse Ihnen mal die Antwort. Aber wenn wir das zusammennehmen, sehe ich nicht, dass Russlands Lage anschließend besser wäre. Denn aus dieser Sicht, ich würde das so bewerten, versuchen wir mal, ein, ein, ein Russe in der Zukunft zu sein. Sagen wir mal 200 Jahre in der Zukunft. Wird ein Russe anschließend sagen, das war die richtige Entscheidung. Danach war es besser. Das hat Russland geholfen. Das wäre eine strategische, ein strategischer Sieg. Wenn, Russland, wenn ein Russe der Zukunft im Jahre 2250 sagt, was Putin damals gemacht hat, hat Russland die nächsten 200 Jahre gestärkt, verbessert, dann war es ein Sieg. Aber nur dann. Und ich sehe nicht, dass man das sagen kann. Das wäre also, das heißt, ich, ich habe mich selber schon wieder ein bisschen zurückgerudert. Ich würde sagen, ich, ich sehe nach wie vor, dass Russland eine strategische Niederlage erleidet. Das muss man aber, wie gesagt, eindeutig, eingrenzen und umfangreich erklären, weil auf den ersten Blick natürlich Russland gewinnt. Aber wir wissen alle, wir alle haben von dem, ich glaube, griechischen König Pyrrhos gehört, der gesagt hat, noch so einen Sieg und äh, ich glaube, ich habe kein Königreich mehr oder sowas war das Zitat von dem. Weil er zwar gewonnen hat, aber so unfassbar dabei verloren hat dass es trotzdem wie eine Niederlage empfunden wurde. das heißt wir kennen den sprichwörtlichen Pyrossieg der sagt uns dass ein Sieg so schmerzhaft sein kann, dass er trotzdem effektiv eine Niederlage ist und hier das könnte ein Pyrosieg sein ein strategischer wenn Russland diesen gewinnt und da, da sind wir aber noch lange nicht So ich brauche mal wieder was zu trinken Mache ich mir besser noch einen Energy Drink. Dann herzlich willkommen zurück, Stefan Doling. Ich habe gerade gelesen, Sie haben unentschuldigt gefällt. Schämen Sie sich. Desertieren ist nicht erlaubt. Noch, so, noch einen solchen Sieg über die Römer, dann sind wir vollständig verloren. Danke, Fassi. Also strategisch kann es ein Pyrosik werden. Kann. Ich würde nicht sagen, dass es das zwingend sein muss. Aber erneut, schauen wir uns die Gesamtlage an und dann entscheiden Sie für sich selber, ob ich recht habe oder nicht. Hat sich Russlands Lage verbessert, nur weil sie zehn Oblasten annektiert haben? Ist Russland danach besser dran? Wenn es dafür den Rest der Ukraine zu Todfeinden gemacht hat und die NATO hochgerüstet ist und... Äh, und so weiter. Jonas Carstensen, transpatriotische Grüße an den besten Experten in bei den meisten Themen kein Experte sein, aber manchmal mehr wissen als die meisten <laughs> im Betreiben, äh, eines YouTube-Kanals, der tausenden Menschen hilft, eine differenziertere Sicht auf das Weltgeschehen und dadurch auch weniger Angst zu haben. Den besten Experten im freien Vortragen und Einordnen von Informationen und im Bescheiden bleiben trotz des großen wohlverdienten Erfolgs. Sehr, sehr freundliche Worte. Ähm, vielen lieben Dank. Ja. Ähm, was soll ich sonst sagen? Sehr freundliche Worte. Dankeschön, Herr Carstensen. Und danke für die Unterstützung. Freut mich sehr, dass Sie das so sehen, dass ich Ihnen helfe und anderen auch. Und ja, in der Tat bin ich in nichts ein Experte, außer vielleicht einen, einen solchen YouTube-Kanal aufzubauen. Denn da bin ich wohl Experte. Aber ich, ich, ich sehe mich aktuell nur darin als einer. Dankeschön. Ich sehe, die zwei Stunden sind rum. Wir haben noch, äh, noch ein paar Superchats abzuarbeiten. Was haben wir? Genau die zwei Stunden sind rum. Wir machen noch so drei bis, drei bis fünf Fragen. So langsam nähern wir uns entspannt dem Ende. Wie stark könnte die Türkei alleine den Krieg zugunsten der Ukraine ändern? Lieferung oder Truppen? Lieferung ist so eine Sache, weil die, was können die Türken realistisch abgeben? Die Türken haben ein riesiges Militär. Und das ist auch keineswegs Schrott. Da fährt zwar einiges Älteres herum, aber die, Russen, die Türken haben auch investiert. Das heißt, ein türkischer M60 ist ein Panzer aus, der, der 80 Jahre alt ist oder was auch immer. Ähm, nicht ganz, 60 Jahre alt. Aber die Türken haben, haben Upgrade-Pakete mit moderneren Kanonen, teilweise 120 mm mit Wärmebildgeräten und so weiter. Also die Türken, das türkische Militär kann was. Das hat auch gutes Gerät. Aber die können es nicht abgeben. Die Türken werden nicht 1000 Panzern den Ukrainern übergeben, weil die haben dieses Militär aus guten Gründen. Weise A mit den Griechen sich die ganze Zeit äh, die Köpfe zusammenstoßen. Immer wieder wird mal versucht, passable Beziehungen zu haben, aber jeder kennt diese Geschichte oder die meisten kennen es, dass die Türken und die Griechen sich streiten. Äh, die Türkei findet es als absolut ungerecht, Das Moment, hier geht es jetzt wieder nicht, habe ich mal die andere Karte, um sie Ihnen zu zeigen. Also hier zum Beispiel gibt es Inseln. Jetzt mal schauen, wo die sind. Inseln, die sind direkt vor der Küste und zwar noch östlich davon. Was weiß ich, das hier zum Beispiel, irgend sowas könnte, die Insel zum Beispiel könnte Griechisch sein. Ich weiß jetzt nicht, ob es gerade diese ist. Aber so gibt es Inseln, die sind direkt vor der türkischen Küste. Die sind griechisch. Was bedeutet die? Das hier sind griechische Hoheitsgewässer dadurch. Und das bedeutet, weil die im Weg sind, bedeutet das, bis hierhin gibt es dann ausschließliche Wirtschaftszone, die plötzlich zu Griechenland zählt. Auch obwohl. Dass der Rest alles türkisch ist. Das heißt, wenn hier Gas gefunden wird und das eine griechische Insel ist, dann gehört dieses Gas Griechenland und nicht der Türkei. Und damit hat Türkei ein riesiges Problem. Und im Prinzip kann man es grob sagen: Jede Insel in der Ägäis wird nicht ganz stimmen, aber fast, dass jede jede Insel hier vor der türkischen Grenze Küste mehr oder weniger griechisch ist. Was bedeutet alles, was hier an Rohstoffen ist? gehört damit den Griechen, wenn die Griechen die zwölf Meilen Zone erklären, zu der sie völkerrechtlichen Recht haben, ist das ein griechisches Meer? Dann gibt es keine Möglichkeit mehr für die Türken, aus dem Schwarzen Meer in das Mittelmeer zu fahren, ohne durch griechische Hoheitsgewässer zu fahren. Die, Griechen haben, die, die Türken haben meines Wissens sogar angedroht, Krieg zu erklären. Sollten die Griechen ihr international verbrieftes Recht wahrnehmen, das zu ihren Hoheitsgewässern zu erklären? Also das sind ernste Probleme zwischen beiden Seiten. Dann haben wir noch die historischen Feindschaften. Der griechisch-türkische Krieg mit den anschließenden gegenseitigen Vertreibungen und so weiter, all das sind Probleme, die zwischen beiden sind. Es gibt auch immer wieder Anstrengungen, die Beziehung zu verbessern. Aber das ist mit einer der Gründe, warum die beiden so große Panzerstreitkräfte, so große Streitkräfte unterhalten. Aber die Türke, Türken haben nicht nur die Griechen an der Grenze. Die haben den Kaukasus an der Grenze, wo es immer wieder Kriege gibt und wo die Russen nicht weiter entfernt sind. Hier stoßen sie an Syrien, an den Irak und an den Iran. Also ein Land, was an diese drei Staaten grenzt, das hat besser größere Streitkräfte. Das heißt, die Türken können effektiv nichts abgeben. Äh, ihre eigene Rüstungsindustrie ist mit jedem Jahr beeindruckender und effektiver. Aber die Ausstoßvolumina sind nach wie vor überschaubar. Die bauen jetzt nicht äh, 500 Schützenpanzer pro Jahr und sie sind weiterhin in Modernisierungsbestrebung. Das heißt... Sie haben jetzt, glaube ich, hat endlich die Serienfertigung des Altai begonnen. Das ist ihr Kampfpanzer, was aber wohl weitgehend ein K2 der Südkoreaner ist, wo nur ein paar türkische Komponenten verwendet werden. Aber ähm, da werden dann ein paar ältere vielleicht verfügbar. Also die Türkei kann was abgeben, aber wahrscheinlich nur das, was sie durch Neuproduktionen ersetzt hat. Und dort sind die Stückzahlen ein Stück weit überschaubar. Die Türkei kann also helfen und sie hat ja auch, glaube ich, schon mindestens 200 gepanzerte Fahrzeuge übergeben, die also damit den Ukrainern Leben gerettet haben, weil diese ukrainischen Soldaten nicht im Pickup fahren mussten, sondern im gepanzerten Fahrzeug. Das will ich alles nicht kleinreden. Sie hat Bayraktar übergeben, sie hat Artilleriemunition übergeben, aber sie hat bei, bei ihren beeindruckenden Streitkräften, bei der Größe einfach nicht, nicht genug übrig, realistischerweise, um den Krieg entscheiden zu können. Würden türkische Streitkräfte eingreifen? Wenn die Türken jetzt 150.000 Mann schicken mit türkischer Luftunterstützung, wenn die Türkei aktiv in den Krieg eingreift, türkische Kampfjets hier starten und mit eingreifen, dann hingegen würde ich, würde ich das würde ich sehr ernst nehmen. Denn wir haben gerade darüber gesprochen, wie, wie, wie schlagkräftig die türkischen Streitkräfte sind. Die sind auch nicht, nicht grandios, da ist auch nicht alles perfekt. Und die Luftwaffe zum Beispiel leidet wohl immer noch unter dem Putsch und den anschließenden Säuberungen. Aber die türkischen Streitkräfte sind sehr ernstzunehmend und auch passabel modern. Also würden sie aktiv eingreifen, wäre das eine großartige Verbesserung für die, die ukrainischen Streitkräfte. Ich denke, das sollte klar sein. Ob das alleine den Krieg entscheiden würde, bin ich nicht ganz sicher. Aber es hätte zumindest einen, eine, eine spürbare Beeinflussung auf die Entwicklung. Zumindest bis den Türken dann ebenfalls die Munition ausgeht. Denn ich vermute mal, die haben ebenfalls keine 30 Millionen auf Lager. FTGYXC. Dankeschön für die Unterstützung. Im neuen Video nachgefragt spricht General Freudig von 20.000 verschossenen Artilleriegranaten der Russen täglich sowie 400.000 verwundeten und gestorbenen. Realistische Zahlen Ihrer Meinung nach ja. Und das ist so in etwa, also 20.000 ist, die Zahlen gehen mal zwischen 10.000 und 50.000, was auch Sinn ergibt, denn nicht jeden Tag wird mit gleicher Intensität gekämpft und nicht jeden Tag kommt der Nachschub in gleichem Maße durch. Wenn irgendwie ein Wintersturm herrscht, dann fahren weniger Lkw, dann wird mehr, weniger geschossen. Wenn man den großen mechanisierten Angriff durchführt, Panzer konzentriert hat, dann schießt man auch mehr. Und dementsprechend schwankt es. Aber das passt so in etwa. 400.000. Ich glaube, ich hatte gesagt, dass dieses Jahr die 400.000 erreicht werden sollten. Also ich habe dann die Zahlen wohl etwas niedriger angesetzt, aber gerade sind die Zahlen auch absurd hoch. Ich habe ge hab gehört, dass zum Beispiel General Bühler, General AD Bühler hat gesagt, dass, ich glaube, er war es, dass gerade irgendwie 8.000 täglich ausfallen würden. 8.000 am Tag. Das war überraschend viel für mich, dass es 8.000 pro Tag sein soll. Ich habe keine Ahnung, wie er auf diese Zahl kommt, aber von dem, wenn ich mich nicht verhört habe, dann ähm, würde das dafür sprechen, dass die Zahlen jetzt schon so hoch sind. Letztes Jahr ging man von etwa 300.000 russischen Verlusten aus. Und dementsprechend war klar, dass dieses Jahr bei der Intensität die 400.000 erreicht und überschritten werden. Dass das natürlich im April schon der Fall ist, war vielleicht nicht unbedingt zu erwarten, aber da war auch nicht unbedingt eine Schlacht von Avdivka zu erwarten. Und wir sehen den großen russischen Personal- und Materialeinsatz in ihren Offensivbemühungen seit November. Also, dass die 400.000 inzwischen erreicht sind, ist wahrscheinlich nicht unrealistisch. Und die, die Zahl 800 bis 1000, hat er gesagt. Okay. Dann habe ich mich tatsächlich verhört. Danke für den Hinweis, Markus. 800 bis 1000 ist in etwa das, was ich im Kopf hatte. Dann habe ich mich tatsächlich verhört. Denn wir hatten immer gesagt, die Russen können mehr oder weniger ihre Verluste decken. Und die Russen rekrutieren laut ukrainischen Angaben 30.000, laut eigenen Angaben 40.000 bis 45.000. Dementsprechend würden 800 bis 1000 pro Tag damit einhergehen, dass die Russen nicht nur die Verluste decken, sondern geringfügig Reserven aufbauen. Und wenn wir natürlich 800 bis 1000 pro Tag nehmen und sind jetzt am Tag wie viel? Am Tag 100 irgendwas dieses Jahres? So in etwa? Am 100. Tag, dann wären schon die 100.000 extra hinzugekommen. Also ja, passt alles. Was da alles. Und ich meine, wer bin ich, dass ich General Freudig, der meines Wissens der Verantwortliche ist der Bundeswehr, äh, der sich um die Ukraine kümmert? Also, ich würde mal vermuten, dass der es etwas besser weiß als ich. ich das jetzt nochmal äh, von all dem anderen abgesehen. Und, und sollte das irgendwie mitbekommen, würde ich ihm auch noch gratulieren wollen dazu, dass er inzwischen zum Brigad, äh, zum Generalmajor befördert wurde. Aber ich meine, wenn, wenn, wenn jemand in Deutschland es weiß, dann wohl eher eher als ich. Stefan Deuling, danke für die Unterstützung. Warum hat baut Deutschland keine Zerstörerstadt in schwächeren Fregatten? Wir müssen eines verstehen, dass äh, Schiffstypen, aus zwei äh, Gründen klassifiziert werden. Der eine ist politisch, dass die, aus, dass die Japaner ihre Flugzeugträger ähm, Hubschrauberzerstörer nennen, obwohl sie Flugzeugträger sind, äh, hängt damit zusammen, dass ein Flugzeugträger eine Offensivwaffe ist und sie also den lieber Zerstörer nennen. Dass die Amerikaner, ähm, ja, das ist das eine, dass die, dass die Russen... Ihren Flugzeugträger nicht Flugzeugträger nennen, sondern Flugdeckkreuzer häng, ist politisch, weil ein Flugzeugträger nicht durch die Schmierenge fahren darf nach dem Vertrag von Montreux. Die andere Klassifizierungsart ist Verwendung. So ist zum Beispiel, die Amerikaner haben nicht ihre, ich glaube, elf Flugzeugträger, die sie gerade haben, sondern in Wirklichkeit haben sie über 20. Denn jedes amphibische Kriegsschiff ist ein Flugzeugträger nach dem Standard des Restes der Welt. Denn wenn wir uns anschauen, was eine Juan Carlos-Klasse kann oder eine nakro Chibet, oder wie die heißt, die, 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 der thailändische Flugzeugträger oder eine Garibaldi oder ein, eine Sao Paulo, all diese Flugzeugträger, die meisten Flugzeugträger, die im Dokto-Klasse, die Türken, die jetzt ihren bauen, das sind Flugzeugträger. Aber von der Größe und den Fähigkeiten her entsprechen die einem amerikanischen amphibischen äh, Kriegsschiff. Die Amerikaner nennen also ihre Flugzeugträger, die kleinen, die sie haben, amphibisches Kriegsschiff statt Flugzeugträger, weil sie es als amphibisches Kriegsschiff verstehen. Effektiv ist es trotzdem Flugzeugträger. Um zu dem zurückzukommen, wir haben heute Fregatten, die haben mehr Verdrängung als Pre-Dreadnought ähm, Schlachtschiffe, als Linienschiffe. Wenn wir uns ein Schlachtschiff anschauen von 1890, dann haben die teilweise weniger Verdrängung als die modernen Fregattenentwürfe. Und eine Fregatte war das kleinere Kriegsschiff, was, was noch kampfkräftig war, aber für sich alleine operieren konnte, um abseits der Linienschiffreihe Kampfhandlungen durchzuführen. Das heißt, Zerstörer im Zweiten Weltkrieg waren die kleinsten 1000 Tonnen. Da hat heute, haben heute die viele Korvetten mehr, mehr ähm, Verdrängung. Das heißt, Zerstörer, um, um jetzt habe ich mich wahrscheinlich ein bisschen, äh, wirkt es so ein bisschen, als ob ich den Faden verloren hätte und vielleicht habe ich das auch ein bisschen, um zu dem zurückzukommen. Ähm, es hängt davon ab, wie man klassifiziert. Klassifiziert man wegen Funktion oder wegen, wegen äh, politischen Gründen. Und Funktion zum Beispiel ist es so, dass eine Korvette nicht. Voll kampffähig ist. Per Definition ist eine Korvette normalerweise auf etwas konzentriert. Korvetten sind meistens Geleitschiffe, die zur U-Boot-Jagd geeignet sind. Nicht aber für die vollwertige Kampfführung, die haben also keine Flugabwehr, die vergleichbar wäre mit größeren Schiffsklassen, sondern die haben normalerweise nur Nahbereichsflugabwehr zum Selbstschutz. Das sind so unterschiedliche Dinge. Das heißt, wenn die Fregatten heute sich, eine Fregatte hat eine, eine konzeptionelle Auslegung. Sie soll ein bestimmtes, ein bestimmtes Fertigkeitenspektrum abdecken. Ich habe hier tatsächlich sogar ein Buch dazu. The Future of Sea Power von Eric Grove. Und ich weiß, der hat eine Indexierung drin. Die kann ich sogar kurz nachschauen. Dann kann ich es nämlich mal, wie er das, er hat das wunderbar hier beschrieben. DE. Wenn wir, wo ist Fregatte? Fregatten-Definition 102. Eric Groves sagt über Fregatten. Fregatte ist, also die, die Tonnageangaben stimmen nicht, weil das Buch von, was weiß ich, 1980 ist oder sowas. Das ist ein bisschen älter. Ähm, 1990. Die Fregatten sind ein Kriegsschiff zwischen 1750 und 3000 Tonnen, normalerweise optimiert für U-Boot-ASW, also U-Boot-Jagd, aber mit einer Fähigkeit zum generellen Einsatz. Also ähm, Luft. Bekämpfung, Luftzeebekämpfung, Landbeschuss und Seezehlbekämpfung. Grundsätzlich dafür vorgesehen, um äh, Eskortaufgaben für Nichtkriegsschiffe durchzuführen, allerdings auch nützlich für Patrouillen und beschränkte offensive Ausführungen. Fähigkeit, Ozeane zu überqueren, normalerweise fähig Flugzeuge, Fluggerät, also Hubschrauber zu tragen, Fregatten zum Beispiel. Ähm, Korvetten, sagt er hier zum Beispiel, sind kleiner. Bedingte Seeausdauer und Fähigkeit am meisten, am besten äh, genutzt in küstennahen Raum für Patrouillen und relative Einsätze geringer Intensität. Das heißt, wir haben hier eine Definition, was ein Schiff können muss. Im Vergleich dazu zum Beispiel hat er den Zerstörer, mittlere Größe und alle Fähigkeiten in allen Bereichen. Das heißt, eine Schiffsklasse wird wenn man von dieser, dieser Bewertung ausgeht, nicht durch die Tonnage bestimmt, sondern durch die Fähigkeiten. Und wenn die Bundesregierung sagt, wir brauchen kein Schiff, das vollends einsatzbereit sein muss, um eine große feindliche Seeflotte zu bekämpfen, dann braucht sie keinen Zerstörer und erst recht keinen Kreuzer, sondern sie braucht eine Fregatte. Und diese Fregatte hat die Aufgaben, die festgelegt werden, und die bestimmen dann die Größe. Und dadurch können Fregatten weit über die 1700 50. bis 3000 Tonnen anwachsen. Die können aufs Dreifache oder Vierfache anwachsen, weil die, die Aufgaben, die das Schiff hat, bestimmen, was, äh, was ihre Klassifizierung ist. Und so muss es verstanden werden. Also ein Zerstörer wird auf einen Zerstörer wird nicht verzichtet, weil der sich gefährlich anhört. Auf den wird nicht verzichtet, wobei man nie weiß, ob das in Deutschland nicht auch eine Rolle spielt. Wir alle wissen, dass Krieg. Und Militär so ein heikles Thema in Deutschland sind. Aber auf den Zerstörer wird weniger deswegen verzichtet aus militärischer Sicht, sondern es wird auf ihn verzichtet, weil die Fake, das Fertigkeitenspektrum als nicht notwendig angesehen wird. Und wir dürfen nicht vergessen, Deutschland hatte Zerstörer, die Lütjens-Klasse, als die Sowjetunion noch existiert hat. Und die hat halt eine ganz andere maritime Bedrohung in Europa aufgebaut, als sie aktuell besteht. So, so dürfte, so würde ich das erklären. Dann könnte man natürlich noch argumentieren, dass die heutigen Fregatten von den Fähigkeiten sehr wohl Zerstörer seien. Ich kenne die Argumentation zum Beispiel, hab, äh, dass das heutige Fregatten sehr wohl Zerstörer seien, aber man aus politischen Gründen diesen Begriff nicht wählen würde. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber um das kurz zusammenzufassen, also man, man Klassifizierungen, die erstmal die Größe sagt nichts aus. Heute ist eine Korvette gerne größer als ein Zerstörer und es gab Kreuzer. Die leichtesten Kreuz, Kreuzer dürften so bei 2.500 bis 3.000 Tonnen gewesen sein. Kreuzer. Heute ist da jede Fregatte drüber. Das heißt, die Größe ist irrelevant. Äh, Politik bestimmt die Klassifizierung und Einsatzzweck. O und Schrägstrich oder Einsatzzweck. Und damit hat, äh, hat Deutschland geplant und bereits im Betrieb Fregatten, die größer sind als Zerstörer, aber aus entweder äh, doktrinären oder politischen Gründen nicht Zerstörer genannt werden. Rudi Traxler, danke für Ihre Info und Hintergründe und für die Fliesen und den Pool Ru Rudi. Danke Rudi, danke für die Unterstützung welche dienstgrade fallen oder werden auf beiden seiten am häufigsten verwundet? mannschaften unteroffiziere feldwebel offiziere. statistisch gesehen sollten es wahrscheinlich mannschaften sein, schlicht und ergreifend dadurch, dass sie am häufigsten sind. relevanter ist die frage, wie viel fallen prozentual. das ist hier nicht gefragt. das heißt, relevanter ist die frage, wäre theoretisch die frage, wenn ich unter 100 prozent offizieren, wie viel prozent ist nach einem jahr gefallen? Was weiß ich, 16 Prozent oder 20 Prozent? Und unter Mannschaften, wie viel Prozent ist dann gefallen? Aber da Mannschaften normalerweise im Verhältnis was? Auf einen Unteroffizier kommen mindestens fünf Mannschaften, eher zehn, je nachdem, hängt von den Strukturen ab und so weiter. Und wenn ich natürlich zehnmal so viele habe, dann wären höchstwahrscheinlich auch mehr Fallen. Das heißt, wir können ziemlich sicher sagen, dass mehr Mannschaften fallen als der Rest. Aber spannender wäre die Frage prozentual. Denn daraus könnte man zum Beispiel schließen, führen die von vorne. Wenn sehr wenige Offiziere fallen, verglichen zu Mannschaften, dann können wir davon ausgehen, dass die Offiziere gerne im Bunker bleiben und die Mannschaften ohne Personal vorschicken. Wenn die Offiziere vor allem fallen, dann können wir davon ausgehen, dass die vorne weglaufen und von vorne führen. Das wären dann so Hinweise und diesbezüglich kann ich nichts sagen, weil ich die Statistiken nicht kenne. Aber das wäre ein Hinweis für eine, eine interessante Analyse, die man da theoretisch machen könnte. Martin Fischl. Ich habe einen Tisch am Oktoberfest, möchten Sie mit? Äh, danke fürs Angebot, aber im September bin ich ziemlich sicher nicht in Deutschland. Ähm, aber vielen Dank für das, das Angebot. Und Oktoberfest, muss ich ehrlich sagen, ist auch nicht, nicht so meins. Ähm, ja, es ist, ist nicht das, wo ich... Wo ich äh, ja, keine Ahnung. Anna würde wahrscheinlich sich gerne mal anschauen, aber ich glaube nicht, dass sie im September in, in Deutschland sein werde. Trotzdem vielen Dank fürs Angebot. Gut, ähm, Grüße, ich bin Leiter des Deutschlandgrößten Ukraine Hilfsvereins und über 12.000 Ukrainer mit meinem Team gerettet. Noch eine Frage und ernsthafte Meinung, hat die Ukraine noch eine Chance? Hat sie. Hat sie eindeutig, die Ukraine kann den Krieg gewinnen. Das kann ich mit, mit Brustton der Überzeugung sagen, dass die Ukraine den Krieg gewinnen kann. Gewinnt sie ihn gerade, wäre dann die nächste Frage. Und da muss ich nahezu ähnlich sagen: Nein. Ich glaube, dass der Westen endlich in Gang kommen muss. Und der muss nicht nur, was die Militärhilfe angeht, in Gang kommen, sondern auch, was die Finanzhilfe ankommt. Denn meines Erachtens muss die Ukraine dringend eine weitere Mobilmachung durchführen. Denn die wir hatten ja die Geschichte, dass Saluschny 500.000 gefordert habe und Zelensky das nicht wollte. Warum wollte es Zelensky nicht? Weil es politischen Druck gibt und weil es viel kostet. Das kostet so und so viel Milliarden im Jahr, wenn er 500.000 mehr betreibt, weil die ja passabel bezahlt werden und weil sie ja Steuerzahler ausfallen. Der Punkt ist, das sind alles gute Gründe und dass das Volk unzufrieden wird und dass die dann irgendwo fehlen in der heimischen Wirtschaft. Alles legitime Gründe. Ich bin nicht, ich bin nicht naiv und ignoriere diesen Fall, wie dann gerne wieder irgendwelche kommentieren. Mir ist es voll und ganz bewusst. Aber jetzt schauen wir uns mal an, was es bedeutet, mobil zu machen. Wenn die Ukraine 500.000 mobil macht oder sagen wir gar eine Million, wird sie deswegen nach Moskau vorstürmen können? Nein. Aber wenn sie viel mehr mobilisiert, bedeutet es? dass nicht mehr Lageristen und Artilleristen in die Schützengräben geschickt werden müssen. Das heißt Spezialisten mit Spezialausbildung, deren Spezialausbildung aber nicht ist, wie ich in der Front mit einem Gewehr auf Russen schieße, sondern im Zweifelsfall einen viel effektiveren Job mache. Dass Luft, dass das Einheiten, dass Soldaten aus Flugabwehreinheiten an die Front geschickt werden, weil sie keine Munition mehr haben, weil ihnen das sie keine Flugabwehrgeräte mehr haben. Das muss nicht mehr erfolgen, weil ich wieder genügend Infanteristen habe. Das heißt, ich kann die Spezialisten, die vielleicht jahrelang ausgebildet wurden, die jahrelange Erfahrung haben, die kann ich für ihre Kernaufgaben zurückhalten. Das ist der erste Effekt. Der nächste ist, wenn ich das absolute Minimum mobilisiere, dann habe ich keinen Spielraum. Das heißt, wenn die Russen Druck machen, müssen die Leute an die Front. Das bedeutet, ich kann weniger rotieren. Das heißt, die, die Truppen, die an der Front sind, sind erschöpfter wenn die leute erschöpfter sind leidet ihre psyche es leidet ihre kampfkraft wenn sie völlig ausgelaugt sind dann können sie nicht mehr so gut kämpfen wie sonst das bedeutet die verluste sind höher die haben mehr tote wenn sie wenn sie nicht genügend truppen haben wenn sie nicht genug rotieren leute die erfahrung haben fallen mehr weil sie völlig ausgelaugt sind nach zwei jahren an der front sind sie, sind sie kaputt da brauchen sie ein halbes jahr oder ein jahr lang ruhe damit sie sich mal ausruhen können aber dieses halbe jahr oder dieses jahr lang könnten sie leute ausbilden weil sie ja die Erfahrung haben. Das heißt, die, wenn die Ukraine nicht das Maximum mobilisiert, was sie kann, hat sie, verliert sie potenzielle Ausbilder, sie hat höhere Verluste. Die Kampfkraft der, der, der Einheiten an der Front sinkt. Aber auch, das bedeutet auch, weil sie keinen Spielraum hat, hat sie nicht die Möglichkeit, diese Leute, die sie mobilisiert, anständig auszubilden. Wenn die Front 300.000 braucht, aber man mobilisiert 500.000, hat man 200.000 zu viel. Die muss man nicht in Menschen, in Fleischwellen verheizen. Die kann man auch ein halbes Jahr hinter der Front lassen und zu Spezialisten ausbilden. In Deutschland war die Grundausbildung zwischen zwei und drei Monaten. Danach hat man eine Grundausbildung. Da ist man noch kein toller Infanterist. Die Royal Marines, die Briten, bilden acht oder neun Monate aus. Danach gehen sie davon aus, dass man kampfbereit ist. Acht bis neun Monate die Zeit muss man aber haben und die kann man nur haben, wenn man mehr Soldaten hat, als man an der Front braucht. Das heißt auch hier wäre es wichtig mehr zu mobilisieren. Die Ukraine darf nicht nur das Minimum mobilisieren, sie muss so viel wie möglich mobilisieren, damit sie rotieren kann, damit sie Leute nach Hause schicken kann, dass sie sich erholen, damit sie ausbilden kann, damit sie besser ausbilden kann. All das sind Sachen, aber das muss sie sich leisten können. Und wenn das, die, der Ukraine aus, aus vom, von hinter der Kamera den Ratschlag zu geben, mobilisiert doch meine Million, das tue ich nicht. Ich bin mir bewusst, dass die Ukraine es wahrscheinlich nicht kann. Sie kann es nicht, weil sie keine Millionen Männer hat, sondern sie kann es nicht, weil sie es sich nicht leisten kann. Das heißt, hier wird der Westen nicht nur endlich mal den Ernst der Lage anerkennen müssen, und mit Westen meine ich auch den außeramerikanischen Westen, dass auf die USA kein Verlass ist. Nein, es tut mir leid, das ist es nicht. Und ich bin Amerika-freundlich. Ich mag die USA. Wenn wir es uns anschauen, mit den Republikanern ist noch weniger zu erwarten. Und wenn wir nicht wollen, dass, dass Trump, die, das ist ja der angebliche Friedensplan, ist ja, der gerade kolportiert wurde, ich glaube Bloomberg war es, der war ja, dass Trump effektiv die Ukraine zur Kapitulation zwingen soll. Das ist ja nichts Neues. Das hatten wir ja erwartet. Wie sonst sollen 24 Stunden Frieden geschlossen werden? Also er sagt der Ukraine, gebt den Russen gefälligst das. Wenn wir das als Europäer nicht wollen, weil wir sagen, das löst nur weitere Kriege aus. Dann müssen wir Europäer sagen, nö, ihr braucht nicht zu kapitulieren. Der Trump kann sagen, was er will, wir unterstützen euch. Also muss Europa die Rüstungsschmieden anschmeißen, und zwar richtig, damit Europa in der Lage ist, die Ukrainer zu beliefern, auch wenn die Amerikaner nichts mehr liefern. Das muss Europa kapieren. Und dann muss Europa kapieren, dass die Ukraine Geld braucht, um sich die Mobilisierung leisten zu können. Denn ich habe Ihnen gerade geschildert, warum 300.000 Zelensky zwar vielleicht erklärt, 300.000 seien genug, aber Zelensky hat eben andere Zwänge. Fragen Sie einen objektiven Beobachter, fragen Sie freudig, wenn Sie ihn irgendwie erreichen, ob, ob es nicht besser wäre, 600.000 zu mobilisieren als 300.000. Natürlich wäre es besser. Jeder einzelne Mann extra ist gut wenn man ihn sich leisten kann. Und das können die Ukrainer nicht. Also muss die Ukraine finanziell unterstützt werden, und zwar in zweistelligen Milliardenbeträgen, in soliden pro Jahr. Das ist die Realität. Die brauchen nicht zwei Milliarden im Jahr, sondern die brauchen 80 Milliarden im Jahr oder sowas. Und sie brauchen Waffen und noch mehr Waffen und noch mehr Munition. Und wenn das in Gang kommt, und dazu ist Europa in der Lage, ich habe hier keine Traumtänzereien, die sagt, dass Liechtenstein dass, dass Luxemburg den, sein Militär in die Ukraine schickt und weil das NATO-Soldaten sind, wird danach gewonnen. Ich bin kein Fantast. Europa kann es tun. Es kann es nicht von jetzt auf gleich, es kann es nicht über Nacht, aber es kann genügend Material produzieren, kaufen auf dem Weltmarkt und es kann es sich leisten. Das wird schmerzhaft. Auch hier keinerlei Illusionen geben wir uns dahin. Wenn man das auf europaweit verbreitet, bleibt dann an Deutschland wahrscheinlich trotzdem 30 bis 40 Milliarden im Jahr hängen, wenn man der Ukraine militärisch und wirtschaftlich hilft. Und das Geld muss irgendwoher kommen, gerade wenn man gleichzeitig selber noch sein Verteidigungsbudget erhöhen will, was man muss und sollte. Das wird Kosten erzeugen. Ob man die nun einspart oder ob man die Schulden aufnimmt oder Steuern erhöht, das überlasse ich der entsprechenden politischen Regierung, denn da hat ja jeder jede politische Richtung ihre eigene Präferenzen, aber Europa muss es tun und Europa kann es tun. Und wenn Europa das kapiert, dann kann die Ukraine noch gewinnen. Aber das ist das, was ich sage, dann kann die Ukraine noch gewinnen. Ich aktuell habe ich keine Hoffnung, dass wenn es so weitergeht, die Ukraine magisch irgendwie gewinnt. Dass die russische Wirtschaft plötzlich kollabiert. Es gibt immer wieder irgendeinen YouTube-Kanal, der, der erklärt, warum die Russen kurz vorm Kollaps sind. Und es wird immer mal irgendwo irgendwo ein Artikel geschrieben, der sagt, dass die Russen gerade Kannibalismus an der eigenen Wirtschaft betreiben und es nicht mehr lange durchhalten können. Hoffentlich, hoffentlich haben die recht. Sie wissen, ich bin nicht neutral. Ich versuche objektiv zu berichten. Deswegen spreche ich über Kriegsverbrechen, die die Ukrainer begehen. Deswegen spreche ich über Schwächen, die die Ukraine haben. Deswegen kritisiere ich die Ukraine. Aber ich bin, klar auf der, ich bin klar auf ukrainischer Seite und ich sage klar, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen. Aber daher hoffe ich, dass all diese, die sagen, Russland ist kurz vor dem Kollaps, recht haben. Ich sehe es halt nicht. Aber vielleicht sehe ich es einfach aus Inkompetenz nicht und die haben, die haben einen Plan. Ich hoffe es. Ich hoffe, ich habe einfach keine Ahnung. Aber wenn ich es wenn richtig einschätze, dann wird, wird sich Europa reinknien müssen. Und wenn die Amerikaner helfen, umso besser, dann gewinnen die Ukrainer schneller. Denn die Ukrainer sollten natürlich so schnell wie möglich gewinnen, damit das Sterben aufhört. Aber die Ukraine kann noch gewinnen. Es wird nur massive Anstrengungen erfordern und es wird Europa fordern. Denn wie gesagt, auf die USA sollte man sich nicht verlassen. Biden hatte die Möglichkeiten, essentiell, er, Biden hatte die Möglichkeit, fast den Krieg vorzuentscheiden. Der hatte so große Finanzmittel zur Verfügung gestellt, die er nicht im Bruchteil abgerufen hat. Er hat es nicht getan. Ob, sie, ob das nun Angst war vor einem Atomkrieg mit den Russen oder ob das war, weil er die Wiederwahl kommen sah und den Republikanern nicht Geldverschwender an die korrupten Ukrainer in die Hand geben wollte als Wahlkampfmittel, darüber können wir trefflich diskutieren. Und. Ähm, wie, wie wir wollen, können wir was interpretieren. Das ist auch, im Endeffekt ist es auch egal, wieso er es nicht getan hat. Fakt ist, dass er es nicht getan hat. Fakt ist, dass 31 Abrams geliefert wurden und kein einziger mehr. Zumindest soweit mir bekannt. Obwohl 2000 mindestens auf Lager sind, obwohl sie eine laufende Produktion haben, obwohl gleichzeitig Abrams ausgeliefert werden an andere Staaten. Also man liefern könnte. Das sind die Fakten. Und wir wissen, dass es mit den Republikanern wahrscheinlich eher schlechter wird. Also wird es Europa erfordern. Wenn das passiert, kann die Ukraine den Krieg noch gewinnen. Ja, ich bin davon überzeugt, sie kann ihn noch gewinnen. Aber der, der Ernst der Lage muss anerkannt werden und die Konsequenzen daraus müssen gezogen werden. Und da ist es herumdoktern und äh, sich drücken vor Entscheidungen und zu sagen, nee, wir wollen lieber, lieber ähm, bevor, die, bevor die Südkoreaner extra Geld machen beim Munitionsverbrauch, liefern wir lieber weniger und bauen dafür die heimische Industrie auf und lauter so ein Geschwafel muss man sich schenken. Wenn Europa den Ernst der Lage erkennt, dann kann die Ukraine den Krieg noch gewinnen, aber das muss den Ernst der Lage erkennen und dann eben nicht nur erkennen, sondern auch danach handeln. Und gerade den zweiten Teil sehe ich noch nicht in dem Umfang. Es gibt Erkennungen, gibt schon genügend Lippensbekenntnisse, aber das Handeln fehlt nach wie vor zu einem guten Stück und das auch in vielen Staaten. Denn ähm, wir reden von den meisten Staaten unter 1% des BIP an Hilfsleistungen. Die paar, die mehr haben, sind bei 1, irgendwas. Wenn es, wenn es ums Ganze geht, dann kann da deutlich mehr noch fließen und dann sollte wahrscheinlich noch deutlich mehr fließen. Denn wenn wir, wenn wir einen Verteidigungsminister haben, der, war es der deutsche Verteidigungsminister oder war es irgendwie der schwedische oder sowas? Also wir haben auf jeden Fall NATO-Verteidigungsminister, die von Vorkriegszeiten reden. Das heißt nicht, dass es der Krieg zwingend kommt, sondern das heißt, dass wir in einer Phase sind, die möglicherweise vor dem Krieg sind. Dann sollte jeder kapieren, dass wie ernst die Lage ist. Das ist nicht mehr die Zeit von 1996. Friede, Freude, Eierkuchen, Blümchenketten um den Hals und äh, das Ende der Geschichte nach. Äh, äh, Erster Fukuyama. Das ist vorbei. Der Ernst der Lage muss anerkannt werden. Wir sind wieder zum historischen Normalzustand zurückgekommen. Und wenn danach gehandelt wird, dann, dann wird dieser Krieg zugunsten der Ukraine entschieden werden können. Aber danach muss gehandelt werden. Gut. Ähm, zweieinhalb Stunden durch. Und äh, ich glaube, diese, das, das wirkte auch wie ein... Wie ein Starker Abschluss, der, der passend dazu war, nochmal ein Appell in dieser Art und Weise. Von daher würde ich sagen, wir lassen was hierbei damit. Wenn Ihnen das gefallen hat, was ich hier mache, würde ich mich über den Daumen hoch freuen. Hinterlassen Sie Kommentare mit Ergänzungen, mit Kritik, mit Kommentaren etc. Wenn Sie neu hier sind, möchte ich Sie einladen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu klicken. Nächster Livestream Samstag, 20 Uhr, wieder mit Frage-Antwort-Runde in 20 Minuten bis halbe Stunde auf Twitch. Link ist hier übrigens. Ab Samstag werde ich Männerlord anspielen. Ich darf es leider noch nicht zeigen. Ist noch unter Embargo. Aber für die, die es interessiert, die können ab Samstag mir bei Männerlord zuschauen. Und ähm, Links zu den anderen Kanälen sind ebenfalls in der Beschreibung. An der Stelle will ich mich bei der Jankowski Engineering GmbH bedanken, die den Kanal auf diese Art und Weise hier das StreamVote geschrieben hat, was wir für den Kanal nutzen, was einzigartig ist auf YouTube meines Wissens. Ein, ein absolut tolles Programm, wo wir eben die Frage-Antwort-Runden durcharbeiten können. Vielen lieben Dank. Und wie gesagt, ich glaube, die Frage, die angesprochen war da irgendwo von einem Spender, ist nie aufgetaucht. Ich weiß es nicht. Aber nutzen Sie im Superchat Hashtag Frage, dann taucht es hier auf. Das ist zum Beispiel mit integriert worden. So, so toll ist es programmiert worden, um so die Fragen nach oben zu schieben. Das ist eine tolle Sache auf die Art und Weise, wie man das machen kann. Daher danke an die Jankowski Engineering GmbH. Sie können das Video hier pausieren, wenn Sie die kontaktieren wollen. Und ich will mich an der Stelle bei den Moderatoren bedanken. Vielen lieben Dank für die ständige Hilfe, die Unterstützung in der Moderation, wie auch Fazi gerne noch mit einer Recherche dazu oder seine Expertise, denn der hat durchaus Ahnung. Gerade was elektronische Kriegsführung, Radar und so weiter angeht, ist er immer wieder eine, eine, Erfolg, eine gute Hilfe. Vielen lieben Dank, aber ich will ihn nicht hervorheben, denn die anderen Moderatoren helfen auch alle mit. Vielen lieben Dank an Sie alle. Und an der Stelle mein herzliches Dankeschön an die, die den Kanal unterstützen. Wir alle wissen, dass Sie es nicht müssen. Wir alle wissen, dass ich keinen Anspruch darauf habe. Sie tun es aber trotzdem, weil Sie es wollen. Weil sie mir was Gutes tun wollen, weil sie mir ihre Anerkennung zeigen wollen, weil sie mir ein Kompliment machen wollen. Und es kommt an. Wir haben heute den, den Jonas Carstensen gehabt mit drei, drei einzelnen äh, Spenden, damit er sein ganzes Lob an mich unterbringen konnte. Wir haben, äh, ich will jetzt nicht, ich sollte nicht Namen herausstellen, dann lasse ich einen weg und der fühlt sich dann irgendwie auf die Zehen getreten. Ich bin jedem dankbar, der mir auf diese Art und Weise seine Unterstützung zukommen lässt, der mir sein Lob schickt. Das kommt an und es freut mich sehr und es tut mir sehr gut. Ich habe beim letzten Mal schon darüber gesprochen, dass es auch negative Seiten hat, auf YouTube öffentlich aufzutreten. Und ähm, da ist es sehr, sehr schön, die positiven Seiten wahrzunehmen und sich auf die auch zu konzentrieren. Und Teil dessen ist die, der ganze positive Zuspruch, den ich bekomme von denen, die finanziell unterstützen, die mir was Gutes tun wollen, aber natürlich auch von den anderen, die auf andere Art und Weise mir, mir ihr, ihre Zustimmung schicken. Ihre Unterstützung. Vielen lieben Dank an Sie alle. Danke an die Spender für heute. An die, die den Kanal unterstützen. Ich bin Ihnen von Herzen dankbar. Und es kommt an und ich bin, es tut mir richtig gut. Vielen lieben Dank. Wenn Sie unterstützen wollen, Sie können es über die Mittel in der Beschreibung, das wissen Sie. Herzlichen Dank an die, die es tun. Ähm, vielen lieben Dank und ich glaube, damit sind wir für heute fertig. Denke ich mal. Wie gesagt, 20, 30 Minuten auf Twitch. Und ansonsten spätestens am Samstag wieder. Machen Sie es gut, schönen Abend und bis bald. An dieser Stelle auch noch mein Dankeschön an all die Unterstützer hier auf YouTube als Mitglieder oder auf Patreon. Im Besonderen mein Dankeschön an die Patreon-Leutnante Andreas Donath, Badass Lawyer, Deaconio, Dr. Knut Brandes, Heribert Breitsamer und Steffen. Vielen lieben Dank, ohne sie wäre es so nicht möglich.